Herzlich willkommen in Hollywood! Wir zocken Hollywood Animal. Das ist ein Spiel, was vielleicht so eine Mischung ist aus The Movies, wenn ihr das früher noch kennt. Aber auch so ein bisschen Crusader Kings Elemente sind darin zu finden. Wir bauen mit schöner Musik begleitet ein eigenes Hollywood-Studio auf, produzieren Filme, können uns selber überlegen, aus welchem Genre das sein soll, welche Schauspieler wir darauf setzen wollen und wollen natürlich am Ende sehr viel Geld verdienen und das Ganze, wie gesagt, sehr schön inszeniert, so mit diesen Crusader Kings Elementen, dass man dann mit irgendwelchen Geschehnissen konfrontiert wird und sich entscheiden muss, was man machen möchte. Das Ganze ist eine Kooperation mit dem Whippy-Studio. Und wenn ihr Interesse habt, und das würde mich sehr freuen, dann könnt ihr das Ganze jetzt mal wishlisten, denn das kommt noch in diesem Jahr auf Steam. Und entweder ihr klickt auf den Link, Command Hollywood, oder ihr geht auf Twitch auf die Seite und klickt auf die Grafik. Da werdet ihr auch direkt weitergeleitet und könnt euch das schön mal in die Wishlist packen. Wir fangen einfach mal an und gründen uns hier ein richtig schönes Studio. Aber diese wunderschöne Musik. So, wir gehen mal, machen ein neues Spiel. Und wir zocken die Demo-Version. Und erstmal wird hier so das Ganze ein bisschen geschichtlich eingeordnet. Neujahr 1929. Der Wohlstand der 20er löst die große Depression ab. Mit der Ära des Tonfilms beginnt das goldene Zeitalter Hollywoods und dem Kino wird sein Weg geebnet. Filmunternehmen liefern sich einen unerbittlichen Wettbewerb um den Markt und Einfluss. Die Starken verschlingen die Schwachen. Sieht man hier auch dargestellt, diese Schlange schnappt sich dieses Nagetier und das Kaninchen schnappt sich dann die Schlange. Du kaufst ein pleitegegangenes Studio, um auf seinen Ruinen ein neues Unternehmen aufzubauen. So, Name und Logo. Jetzt fragt ihr euch, wie wollen wir heißen? Es kann nur eine Antwort geben. Rötzling Entertainment oder Pictures? Pictures, Rötzling Pictures? Pictures of Rötzling? Pictures of Rötzling? Rötzling Pictures. LTD? Muss man das noch so machen? Ja, so? Nee, geht nicht. Rötzling Pictures it is. Und wir können uns hier noch ein Logo aussuchen. Das ist der Bison. Das gibt's noch. Elefant, Gorilla, was ist das? Ein Opossum, ich habe keine Ahnung. Ja, Eule, noch was Knuddeliges, Nashorn, Kobra, Löwe, Geier, Geier ist auch ein geiles Logo, Zebra, Kamel oder Dromedar und das ist wieder das Bison. Ja, ich finde, das ist das Beste. Wir nehmen so ein süßes kleines Kamel-Dromedar. Und fertig ist Rötzling Pictures. So, benenne deine Manager. Leute, jetzt habt ihr wieder die Chance, dabei zu sein. Wir haben drei Manager. Wer von euch möchte mit ins Team? Wir haben einmal den Direktor der Rechtsabteilung, Direktor der Kommunikationsabteilung und Direktor der Finanzabteilung. So, wer will mit ins Team? Ach stimmt, das ist ein Lama, unser Logo, ne? Ist kein Kamel, ist ein Lama. So, wen haben wir denn hier? Ich, das ist der Erste, der ich schreit. Das ist doch super. Also, pass auf, warte. Ich opfere meinen Namen, zählt das schon dazu? Ah ne, du wolltest Leo Mastro TV für das Studio haben, Leo Mastro. Aber vielleicht meintest du das auch, ich weiß es nicht, ich mach mal deinen Namen, bin mir nicht sicher. Du warst nämlich der Erste. Leo Mastro. Dann haben wir... Der zweite war Kapsch. Ah, da müssen wir natürlich, aber jetzt Kapsch, Katja Kapsch. Katja, das muss ich ja ein bisschen jetzt
wenn ihr immer alle so verrückte Namen habt. Katja Kapsch. Und der dritte ist Turboschwanin. Okay, dann warte, machen wir das anders. Pass auf, dann machen wir das hier. Wird jetzt Carsten Kapsch. So. Und dann machen wir Theresa Turbo Schwanen. Theresa Turbo Schwanen. Ihr seht, ich mag Alliterationen. So, das ist unser Team. Leo Mastro, Theresa Turbo Schwanen und Carsten Kapsch. Let's go. Okay, und jetzt können wir uns einen aus drei möglichen Premierenfilmen raussuchen. Neben dem Studiogelände erhältst du auch das Filmmaterial eines unvollständigen Films. Die Dreharbeiten wurden zwar abgeschlossen, aber das Material wurde nie zusammengeschnitten. Du musst den Film vervollständigen. Was ist der Film? So, jetzt könnt ihr ein bisschen... Ich würde vielleicht an der Stelle mal ein kleines Voting starten. Ich werde es jetzt aber, weil es mir sonst zu viel Zeit kostet, ein Voting nur... hier eingeloggt, ja, für Twitch machen, liebe YouTubies. Und zwar dürft ihr euch jetzt aussuchen. Ne, warte. Was ihr sehen wollt. Welchen Film? Also, wir haben Hinkender Luke, ein Western. Wir haben Blinde Liebe. Das ist natürlich eine Romanze mit komödiantischen Einflüssen und Bote des Todes. So, ihr habt natürlich nur eine Minute, sonst dauert das alles viel zu lange. Und ihr könnt euch jetzt mal aussuchen, welchen Film wir als erstes produzieren wollen. Ja, der hinkende Luke, Action, 50% Action, 50% Abenteuer, ein klassischer wilder Westen mit einem hinkenden Luke. Die blinde Liebe, ja, Liebe macht blind. Und in dieser Romanze wird auch komödiantische Komödie, Spaß, gute Laune wird auch groß geschrieben. Spielt in einer modernen amerikanischen Stadt und Bote des Todes in einer modernen amerikanischen Metropole. 60% Detektivstreifen, 40% atemberaubender Thriller. Und ihr dürft euch jetzt aussuchen, was wir produzieren wollen. Ich sehe gerade, die Tendenz geht Richtung Bote des Todes. Ihr steht also auf so einen richtig spannungsgeladenen Thriller. Das kann ich gut verstehen. Wir können aber später auch noch weitere Filme produzieren. Das ist nur der erste Streifen, um den wir uns hier kümmern. 57% wollen Bote des Todes sehen und dementsprechend machen wir das auch. Bote des Todes wird unser Premierenfilm. Also, was haben wir denn? Gefängnisausbruch. An einem düsteren Morgen überwältigen 7 Gefangene des Quentin Bounty Gefängnisses die Wachen, schlichen sich in ein Lagerhaus und entkamen im Verborgenen eines Lastwagens. Die meisten Flüchtlinge saßen wegen Diebstahl und Körperverletzung ein, aber einer von ihnen war wirklich gefährlich. Hier sehen wir schon, also diese Aufschlüsselung, Genre, Detektiv und Thriller, Schauplatz, moderne amerikanische Metropole. Da kann man dann später sicherlich mit rumexperimentieren und sich dann seine eigenen Filme eben auch zusammenstellen. Antagonist ist der Serienmörder. Der Name dieses Häftlings ist Nick Crow, aber die Zeitungen nannten ihn den Kurier. Er brachte jungen Frauen Blumen und tötete sie dann. Nach 5 Morden wurde der Kurier von der Polizei auf glücklicher Weise gefasst, aber sie konnten nie seine Motive herausfinden. Das erste Opfer des Wahnsinnigen war seine eigene Verlobte, aber die Auswahl der restlichen Mädchen schien zufällig zu sein. Bereits am nächsten Tag, nach der Flucht, hatte der Kurier seine alte Gewohnheit wieder aufgenommen. Verkleidet als Bote lieferte er Blumen an die junge Rhea Peterson aus und erstach sie dann. Bill the Man, Ritas Verlobter, kam an jenem Abend von der Arbeit zurück und fand seine geliebte Rita tot auf dem Boden, während seine eigenen verzweifelten Schreie durch die Nachbarschaft hallten. Nick Crow wird gespielt von Edward Peterson. Der spielt hier den Antagonisten. Antagonist ist der Serienmörder. Der Protagonist ist der Detektiv. Bill hatte wenig Vertrauen in die örtliche Polizei. Der engagierte einen Privatdetektiv namens Harry Burroughs.
Harry war ein junger Mann, aber er hatte Einfallsreichtum und einen scharfen Verstand. Genug, um Dutzende schwierige Fälle zu lösen und sich sogar den Ruf eines Genies zu verdienen. Rita und ich hatten uns gerade verlobt, bot Bill Seaman hilflos an, als Harry den Tatort untersuchte. Die Polizei hatte bereits die Leiche weggebracht, aber der Blumenstrauß lag noch immer auf dem Wohnzimmerboden. Ein Geschenk vom Kurier. Harry Burroughs, gespielt von Joe Duval. Ja, Joe Duval, die Legende. Der Protagonist ist also ein Detektiv und die unterstützenden Charaktere kommen jetzt. Der Kumpan. Harry sah sich im Haus um und sprach mit den Nachbarn, aber er konnte keine Spur finden. Er beschloss, Kathy Watts zu kontaktieren, eine Journalistin, die die Morde des Kuriers ausführlich behandelt hatte. Kathy kam sofort und brachte eine umfangreiche Akte mit. Sie kam schnell auf den Punkt. Nach den vorherigen Morden habe ich mit Crows Freunden gesprochen und erfahren, dass er vor langer Zeit inoffiziell eine billige alte Hütte jenseits der Stadtgrenzen in Richtung Norden erworben hatte. Ich habe versucht, der Polizei den Ort mitzuteilen, als die Crow vor 2 Jahren geschnappt haben, aber sie haben mich einfach abgewiesen. Sie dachten, der Fall sei bereits gelöst. Kathy Watts, gespielt von Bessie Patterson. Sie ist der Supporting Character. Themen und Events, Suche nach einem Mörder. Harry und Kathy waren unterwegs und fanden das richtige Haus ohne Schwierigkeiten. Es war eine heruntergekommene Hütte, offensichtlich ungeeignet zum Leben. Aber unsere Helden sahen einen Mann an der Tür, der sie abschloss. Als Harrys Auto näher kam, lief der Fremde in Richtung Wald. Harry zog seine Waffe und sprang aus dem Auto, aber der Mann war bereits verschwunden. Wir haben ihn verjagt, schauen wir uns drinnen um. Mit diesen Worten trat Harry die Tür ein. Die Hütte war praktisch leer. Eine geschnitzte Holzkiste erregte Harrys und Kathys Aufmerksamkeit. Darin befanden sich 6 Diamantringe. Trophäen. Die Suche nach dem Mörder. Weiter geht's. Rhea Peterson hatte sich vor kurzem verlobt. Der Kurier war mit seinem ersten Opfer verlobt. Und was ist mit den anderen Mädchen? Fragte Harry. Kathy blätterte durch die Dokumente in ihrem Ordner. Interessant. Alle Opfer wollten in Kürze heiraten. Harry und Kathy durchsuchten aktuelle Zeitungen und suchten nach Verlobungsankündigungen. 2 Paare tauchten auf. Rita und Bill. Eine bereits bekannte Tragödie. Und auch eine gewisse Sandy Wick und ihr Verlobter Tom. Harry und Kathy besuchten Sandy, die glücklich über den gestrigen seltsamen Besucher sprach. Ja, ein Bote kam mit einem Blumenstrauß. Keine Karte, kein Zettel, nur ein Strauß. Ich dachte, es musste ein Irrtum sein und ich habe die Blumen nicht angenommen. Der Bote hat sich nur entschuldigt und ist gegangen. Ah, verstehe, geht's da etwa um Versuchung, Verführung? Harry hatte sofort einen Plan. Er und Kathy engagierten einen Fotografen und stellten sich als verlobtes Paar dar. Sie sorgten dafür, dass Harrys gemietetes gelbes Backsteinhaus das einzige in der Gegend aufgenommen wurde. Sie warben für ihre Verlobung in der Morgenausgabe der Zeitung und zahlten zusätzlich $10, um das Foto neben dem Artikel abdrucken zu lassen. Am nächsten Tag klopfte es um die Mittagszeit an die Tür. Kathy öffnete sie und dort stand Nick Crow, der Kurier, mit einem Blumenstrauß vor der Tür und lächelte nervös. Dies ist von einem geheimen Verehrer. Kathy heuchelte Freude, nahm den Blumenstrauß und lief damit zum Vasenstellen, wobei sie die Tür weit offen ließ. Der Kurier betrat das Haus, zog sein Messer und hob es an und spürte dann eine Pistole an seiner Schläfe. Harrys Pistole. Das Finale. Antagonist wird bestraft. Der Kurier geriet außer Kontrolle. Ihr versteht das nicht. Vor 2 Jahren sollte ich meine liebe Rachel heiraten, als sie plötzlich anonyme Blumensträuße bekam. Ich wurde eifersüchtig, aber sie hat nur gelacht und alle Blumen angenommen, egal wie viele oder wie geheim sie waren. Eine Woche später habe ich sie in einem Misskerls Auto erwischt. Diese Tiere sind alle gleich. Zuerst sagen sie, es sind nur Blumen und dann brechen sie dir das Herz. Sie verdienen es, bestraft zu werden. Der Kurier wird keine Blumen mehr zustellen. Dieses Mal wurde er zum elektrischen Stuhl verurteilt. Harry fügte seiner Liste von Fällen einen weiteren Sieg hinzu. Und Kathy schrieb ein Buch über den Kurier. Sie nannte es Bote des Todes. Das ist der Plot des Filmes. So, jetzt kriegen wir schon mal Bewertung. Das zeigt die kommerzielle Relevanz des Films an. Umso höher sie ist, desto leichter wird ein Film beim Massenpublikum Erfolg haben. Also dieser Popcorn-Eimer
zeigt an, wie gut er ankommt bei der Masse. Und das hier zeigt den künstlerischen Reiz des Films. Umso höher ist, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt er von einem anspruchsvollen Publikum wie euch. So, Drehbuch. Die kommerzielle Relevanz und der künstlerische Reiz eines Films können sich nach jedem Entwicklungsabschnitt ändern. Der Film Bote des Todes erhielt diese Bewertung, als das Drehbuch fertiggestellt war. Der Drehbuchautor Maurice Fox liebte es, Detektivstories zu schreiben, und dank seiner Erfahrung und Inspiration ist die Ermittlung packend und raffiniert geworden. Die Komponenten der Geschichte ergeben zusammen ein stimmiges Ganzes. Okay. Gefällt mir. Wir kriegen hier Upvotes. Nach der Vorproduktion stiegen die Bewertungen des Films noch höher. Eine Besetzung mit berühmten Schauspielern ist der zuverlässigste Weg, um die kommerzielle Relevanz und den künstlerischen Reiz zu steigern. Allerdings spielen auch andere Faktoren eine Rolle bei den Bewertungen. Zum Beispiel hochwertige Filmkulissen und moderne Technik. Also hier ist nochmal unser Cast: Jodie Wall, Edward Peterson und Bessie Patterson. Was ist hier los? Nach der Produktionsphase ist die kommerzielle Relevanz des Films deutlich gefallen. Der Hauptdarsteller wurde ernsthaft krank und konnte kaum noch kämpfen und sah zu mager aus. Jedoch wuchs der künstlerische Reiz, als Joe Duval versuchte, den Mangel an seiner Statur durch geschicktes Schauspiel wettzumachen. Die Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten spiegelten sich in einer verlängerten Drehzeit wider. Leider verstarb der Schauspieler nach Abschluss der Dreharbeiten dieses Films. Tragische Nachrichten, Joes letzter Fall. 431.000 Dollar, so viel Geld hat das Studio für den Film ausgegeben. Dies ist nicht das finale Budget, da die Arbeiten an dem Film noch nicht abgeschlossen sind. So charakterisieren die Macher von Bote des Todes ihr potenzielles Publikum. Sobald du mit dem Dreh deiner eigenen Filme beginnst, wirst du dein eigenes Publikum identifizieren. Bote des Todes ist ein feinsinniger Psychothriller mit düsterer Atmosphäre und fesselnden Dialogen. Die Zielgruppe des Films sind erwachsene Männer und Frauen, die Freude an einem ernsthaften Thema und einer komplexen Handlung haben. Okay. So, das ist unser Studio, hä? Huh? Unser eigenes Filmstudio. Zeit, die Aufnahmen in die Postproduktion zu senden, um den Film abzuschließen. Weise Mitarbeiter zum Schnitt und zur Filmmusik zu. Aktuell ist das Studiopersonal noch nicht das Qualifizierteste, aber mit der Zeit werden ihre Fähigkeiten wachsen. Okay, wir brauchen erstmal einen Editor. Da haben wir, wie ich das sehe, zwei Kandidaten zur Auswahl. Emma Barry und Oliver Grant. Was bedeutet das hier? Alkoholiker. Oh Gott. Seine Abhängigkeit nach Alkohol macht ihn unberechenbar und sogar aggressiv. Das finde ich als störend. Deswegen ist Oliver Grant für mich nicht die richtige Person. Da gibt es noch zwei Faktoren. Das eine ist die Treue, vermutlich zu unserem Studio. Und das andere ist die Zufriedenheit. Dann nehme ich lieber Emma Barry, die ist nicht so mit uns verwachsen, aber sie ist glücklich und zufrieden und zuverlässig. Wir nehmen Emma Barry. Dann brauchen wir noch einen Komponisten, da haben wir, was ist mit ihm? Oh, er ist Rassist? Nee, das wollen wir nicht. Wir können keinen Rassisten einstellen. Ist zwar günstiger, aber nein. Dann nehmen wir natürlich Lee Woods. Der ist zwar, also künstlerisch betrachtet, hat er nur 2,8 Sterne und er 3,3, aber ich kann natürlich keinen Rassisten einstellen. Wir müssen auch entscheiden, wer den Film entwickeln wird und die Musik und Soundeffekte aufnehmen wird. Externe Auftragnehmer sind immer bereit, ihre Hilfe anzubieten. So, Filmentwicklung. Wen haben wir denn hier? Novak Limited und Web Cine Company. Qualität niedrig. 36 Tage, kostet fast 9000 Öcken. Diese Qualität ist mittel, ist aber dafür auch schneller fertig. Kostet aber richtig, richtig viel mehr Geld. Aber es ist unser Erstlingswerk. Wir wollen direkt einen guten Aufschlag machen. Und deswegen nehme ich auf jeden Fall das Bessere, weil ich will auch nicht am falschen Ende sparen. Dann die Musikaufnahme. C&B Orchestra oder Hollywood Konzerthalle. Hier auch wieder deutliche Preis- und Qualitätsunterschiede. Ich nehme jetzt aber... Wir alle wissen, wie wichtig Musik bei Filmen ist. Ich nehme jetzt hier diese hier. Ich gebe jetzt einfach richtig viel Geld aus. So, und die Tonaufnahme bei Sound, Magicians oder Venus Sound. Und
wenn wir schon dabei sind, nicht zu sparen, nehmen wir auch hier das teurere und starten die Postproduktion. Es dauert jetzt 37 Tage und kostet mich 36.000 Öcken. Aber wir machen das einfach, starten die Postproduktion. Mike McSullivan, ich habe das Game mal gewishlistet. Sieht nice aus, ja, finde ich auch. Immer schön wishlisten, das ist gut. Du hast die Postproduktion geplant, aber bis du einen Abteilungsleiter zuteilst, wird sich nichts in Bewegung setzen. Das heißt, wir brauchen ja erstmal einen schönen Abteilungsleiter. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Human Resources Director, um neue Mitarbeiter einzustellen. Das machen wir im Hauptquartier. Und der Direktor des Personalwesens, also Human Resources, wird entweder Jacob Bennett, Gordon Smith oder Albert Ferguson. Gucken wir doch mal. Die verdienen unterschiedlich Geld. Also Jacob Bennett will $2,859 für einen Vierjahresvertrag. Aber das ist monatlich, ne? Also $2,859 monatlich. Und wir leben quasi in den 20er oder Anfang der 30er Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist natürlich absurd viel Geld zu der Zeit. Vor 100 Jahren war das sehr gutes Geld. Gordon Smith ist mit weniger zufrieden. Und Albert Ferguson ist so ein bisschen in der Mitte. Jetzt lass uns mal gucken. Diese Prozentdinger da, bin ich mir nicht sicher, was das bedeutet. Eventuell Gehaltserhöhung oder was auch immer, weiß ich nicht genau. Wir sehen aber, seine Treue ist gut. Ich gehe mal davon aus, die Treue bedeutet, ob sie aus eigenen Stücken das Studio verlassen. Und dadurch, dass die Charaktere halt leveln, mit jedem Projekt bekommen die halt ein bisschen Erfahrung dazu und werden natürlich dann besser. Ist natürlich blöd, wenn man jemanden hochlevelt und dann haut er ab. Deswegen ist, glaube ich, Treue gar nicht so unwichtig. Und er ist auch recht glücklich, also er ist mit sich selbst okay im Reinen. Deswegen, wir nehmen mal auch hier die Deluxe-Variante. Und jetzt müssen wir noch einen Produktionsleiter, einen Verteilungsleiter und einen Instandhaltungsleiter einstellen. Die haben wir hier schon. Das machen wir dann erstmal hier. Einen Leiter einstellen für die Instandhaltung. Oh Gott. Herbert Bishop? Nee, sorry, aber du hast ja gar keinen Bock gerade. David White und Philip Harris. Dann sehen wir hier noch Verbesserungsboni. Das hier ist 10% auf Geld. Also ich glaube, dass wir dann Potenzial haben, mehr Geld zu verdienen. Das ist Einfluss hier, meine ich. Dieses Illuminaten-Dreieck, diese Pyramide mit dem Auge drin, glaube ich. Das ist Einfluss. Und da haben wir hier 20%. Bei ihm 10 und bei ihm 0. Er ist aber hier einfach richtig, hat richtig miese Werte. Deswegen nehmen wir ihn, der ist auch schon Level 2, der ist Level 3. Wir nehmen den hier. Gut. Freigeschaltet. Dann zum nächsten. Abteilungsleiter. Auch hier brauchen wir einen neuen. Was haben wir hier? Roscoe Jordan, Tommy Ray und Wilson Cox. Der hat 20% und der hat 10 auf Einfluss und der hat auch 10 auf Einfluss. Gefällt mir sehr gut. Der ist schon auch... Ah ne, warte, 57 ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Der geht bald in Rente. Weiß nicht, wenn wir den hochleveln, ob das uns viel bringt. Das hier ist, der ist komplett in der Midlife-Crisis. Aber der hat 20% auf Geld. Ist natürlich auch teuer hier. Guckt euch das mal an, richtig teurer Typ. Ich glaube vielleicht... Ach. Der ist einfach absurd teuer. Er ist der günstigste. Wir nehmen Wilson Cox. Der andere war so teuer, das konnte ich jetzt gerade nicht über mich bringen. Der ruiniert das Gehaltsgefüge. So, Head of Post-Production, Terry Carr, Fern Riley oder Ray Lawrence. Der ist der teuerste. Der hat einen Bonus auf Geld, glaube ich, ist das dann ja. Und kostet auch nicht so viel. Mit der Treue ist es bei allen nicht besonders gut bestellt. Aber ich werde natürlich dann ihn hier nehmen. Er ist auch Level 2. Ist zwar ein bisschen älter schon. Er ist auch alt. Ne, wir nehmen natürlich Terry Carr. Finanziell und alles andere spricht schon für ihn. So, herzlich willkommen an Bord, Terry. Die Postproduktion hat begonnen. Hier siehst du, wie es um das Projekt steht und wie schnell es voranschreitet. Hier unten, alles klar. Bin ich da im Weg? Nö, sieht man einigermaßen. Ich kann mich auch ein bisschen anheben nochmal kurz. Da steht nämlich... Da, quasi was gerade aktuell in den Kinos läuft. Und da läuft aktuell nichts. Vielleicht bin ich überlege, wo bin ich am besten aufgehoben? Vielleicht dann doch hier so?
Also, in 31 Tagen ist die Postproduktion unseres primären Films Boote des Todes abgeschlossen. Da wird also fleißig dran gearbeitet. Hier sehen wir jetzt übrigens unser Budget. Ne? Da ist dieses Tempel-Symbol. Es ist an der Zeit, die Arbeit an einem neuen Filmprojekt zu beginnen. Baue zuerst eine Abteilung zur Entwicklung von Skripts. So, jetzt wird es ziemlich spannend, weil jetzt können wir selber tätig werden. Das heißt, wir bauen hier eine Drehbuchabteilung. Und hier gibt es natürlich auch noch andere Sachen, die wir dann freischalten. Aber erstmal die Drehbuchabteilung kostet uns zwischen 267.500 und $535.000. Verbraucht sogar Strom, Wasser auch. Belegschaft plus 40, Bauzeitplan. Dauert eine Weile. Jetzt können wir uns ein Plätzchen dafür suchen. Hier ist ja der Eingang des Studios. Müssen wir mal gucken. Was ist so? Wo wird's grün? So. Da gehen wir hin. Und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit zwischen zwei Contractern. Das eine ist Laxa-Konstruktion und das andere ist McBrien und Söhne. Auch hier würde ich das teurere wählen, weil der Zustand ist bei 50%. Warum sollten wir was bauen, was direkt wieder baufällig ist? Ne, wir machen es einmal richtig. Wir haben das Geld und sollten da nicht am falschen Ende sparen. So, jetzt wird das gebaut. Und jetzt können wir die Zeit ein bisschen beschleunigen. Ihr seht hier oben, gibt es drei verschiedene Geschwindigkeiten. Hier sieht man, Boote des Todes wird produziert. In 15 Tagen ist die Postproduktion abgeschlossen. Und 50 Tage noch brauchen wir hier für unsere neue Abteilung. In der Zwischenzeit, hier sieht man auch, wie der Boote des Todes weiterentwickelt wird. In der Zwischenzeit warten wir einfach mal. Boote des Todes ist bereit. Yay! Postproduktionsergebnisse. Ja, die Kosten für die Produktion erhöhen sich. Was ist das? 7,2 und 8,5. Also ein bisschen was verloren. Die kommerziellen und künstlerischen Bewertungen des Films sind etwas gesunken. Aber sei nicht wütend. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Dein Studio hat immer noch Mitarbeiter und Technologien auf niedrigem Niveau. Ja, da haben wir noch Potenziale. Leiter der Postproduktion. Guck mal, das meine ich, jetzt kriegen die hier alle so ein bisschen Erfahrungspunkte zugeteilt. Und wir wollen natürlich die dann weiterentwickeln und hoffen auch, dass sie dann bei uns bleiben. Oh, jetzt können wir uns ein Poster aussuchen. Geil. Okay, wähle ein Poster. Boote des Todes, Boote des Todes, Boote des Todes. Ah, lass uns mal schauen. Also, ich finde das, glaube ich, auf den ersten Blick am ansprechendsten, weil das so ein bisschen weniger überladen ist. Man sieht direkt das Opfer, man sieht den Detektiv. Oder ist er der Mörder? Nee, aber der Mörder hat doch mit einem Messer gearbeitet. Das ist doch eine Pistole. Das sind wir, glaube ich. Ich glaube, wir sind das. Und da ruft jemand um Hilfe. Ja, ich glaube, ich finde das linke, das ist auch nicht schlecht. Das mittlere passt natürlich ganz gut zur... Die passen alle gut zum Plot. Das finde ich auch gut von der Farbkombination, auch rote Hand und so. Aber ich finde, das gefällt mir am besten. Ich nehme das hier. Den Vertrieb vorbereiten. So, ihr seht, was da alles zugehört zu so einem Film, ne? Okay, was haben wir? Der Veröffentlichungskalender zeigt alle Filme, die in absehbarer Zukunft in Amerika ausgestrahlt werden. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, weil man will ja möglichst nicht gegen andere Blockbuster ins Rennen ziehen, weil sonst gehen die Leute ja nicht in unseren Film. Und wir sind hier terminiert. 25. März bis 15. oder bis Ende April, was auch immer, ist das hier der 22. 25. bis 22. Die ehemaligen Studiobesitzer hatten bereits ein Veröffentlichungsdatum für diesen Film gewählt. Das Veröffentlichungsdatum für den nächsten Film wirst du selbst wählen. Okay, das steht schon fest. Du besitzt nicht nur ein Kino, sondern ein ganzes Netzwerk aus 91 Kinos. Du kannst deine Filme kostenlos in deinen Kinos laufen lassen, aber das wird nicht ausreichen, um ein großes Publikum anzuziehen. Du wirst andere Kinos mieten müssen, wenn du die Kinokasse wirklich klingeln lassen möchtest. Also, das ist der Vorführplan. Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen was mieten. Die ehemaligen Studiobesitzer haben das bereits organisiert und die Mietkosten des Films übernommen.
In der ersten Woche wird der Film 7.185 Mal gezeigt. Etwa 3.185 davon werden in deinen Kinos stattfinden. Also wird der Film 4.000 Mal in anderen ausgestrahlt. Nächstes Mal musst du das bei der Planung beachten und die Mietkosten selber zahlen. Also es kostet was hier? $22.505, glaube ich, für 4.000 Vorstellungen in anderen Kinos, die nicht uns gehören. Die Vorführungen und Mieten sind für 4 Wochen nach der Veröffentlichung geplant. Sobald sie ablaufen, kannst du die Mieten verlängern, wenn du denkst, dass der Film immer noch Profit einfahren kann. Hoffentlich tut er das. Der Film geht morgen in den Druck und wird in 5 Wochen zur Verteilung bereitstehen. Die Verteilung geschieht gleichzeitig, sobald der Druck abgeschlossen ist. Alles klar. Drucktempo und Kosten variieren je nach Auftragnehmer. Die ehemaligen Studiobesitzer haben bereits für diesen Filmdruck bezahlt. Sehr löblich. Okay, die Kopien werden gedruckt. In der Regel beginnt die Werbekampagne zum Film einige Wochen vor der Premiere, damit die Werbung Zeit hat, an Fahrt aufzunehmen. Die ehemaligen Studiobesitzer haben die Werbekampagnen bereits organisiert, aber in Zukunft wirst du das selber planen müssen. Alles klar? Dein Film wird von einer Werbeagentur beworben. Es ist an der Zeit, ihnen mitzuteilen, auf welche Zielgruppe sie abziehen sollen. So, und wir erinnern uns ja, dass der Thriller, den wir hier drehen, für Erwachsene war. Für sowohl Männer als auch Frauen. Für Jungs und Männer passt natürlich gar nicht. Für die ganze Familie passt natürlich gar nicht. Das heißt, wir bewerben diese Zielgruppe hier für Erwachsene. Ist ja klaro. Die ehemaligen Studiobesitzer haben 3 Agenturen bereits für die Werbung von 3 Filmen bezahlt. Danach wirst du dich selbst um die Werbung kümmern müssen. Das machen wir natürlich. Okay. Und ja, wir entscheiden uns natürlich dafür. Das ist die Demografie, die wir ansprechen wollen. Das Publikum wird bald deinen ersten Film sehen. Viel Glück, Dankeschön. Der Bote des Todes. Ist das aufregend? In 44 Tagen, da sieht man mal, wie lange das dauert, ne? Kommt der erst in die Kinos. Was ist hier los? Okay, jetzt haben wir so ein erstes Random-Event, was so ein bisschen diese Crusader Kings-Anleihen hat, was ich zu Beginn des Streams sagte, dass wir uns dann entscheiden müssen, wie wir reagieren wollen. Also Wilson Cox ist ja Leiter der Vertriebsabteilung. Er sagt Folgendes. Meiner Meinung nach ist Bote des Todes dazu bestimmt, ein Hit zu werden. Ein Abschiedsfilm von einem jungen Star. Die Geschichte hat eine Seele, aber das alles geht verloren, wenn sie nicht zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht wird. Die früheren Studiobesitzer haben darauf geachtet. Sie haben die Produktion sorgfältig geplant, aber auch einen guten Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Films gewählt. Genau dann, wenn das Publikum hungrig war und es praktisch keine Konkurrenz gab. Außer als das alte Studio seine Türen schloss, entschieden diese Parasiten von Margins Pictures, dass Bote des Todes niemals das Licht der Welt erblicken wird. Ich weiß nicht, wer ihre Fäden gezogen hat, aber sie haben alle Kinobesitzer überzeugt, ihnen unsere Termine zu geben. Der Film, den Margins stattdessen veröffentlicht, hat noch nicht einmal einen Titel, aber du weißt, was für einen Schund sie dem Publikum geben. Wahrscheinlich so etwas wie Gesternfurz oder feuchte Achselhöhlen. Gesternfurz. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Wir haben alle Dokumente, aber ein Gerichtsverfahren wäre langwierig und sinnlos. Wir werden den richtigen Moment verpassen und keine Entschädigung kann das wieder gut machen. Stattdessen schlage ich vor, dass wir alle unsere Verbindungen, all unseren Einfluss nutzen und die Kinobesitzer daran erinnern, dass unsere Vereinbarung eingehalten werden muss. Jetzt habe ich 2 Optionen. Das eine ist, ich kann 50 Einfluss ausgeben, um dafür zu sorgen, dass der Film auf seinem Slot bleibt. Oder ich kann einknicken. Bezahle dann halt gar nichts, spare mir diesen Einfluss, aber verpasse diesen für uns vorgesehenen Zeitslot, der auch günstig ist, vermutlich, weil eben keine Konkurrenz und so weiter an der Kinokasse nach dem Geld möglicher Besucher geiert. Deswegen machen wir natürlich das, wir geben das einmal aus und beharren auf unser Recht. Du kannst Einflusspunkte ausgeben, um deine Interessen zu erweitern und Probleme auf verschiedenste und oftmals unkonventionelle Wege zu lösen, finde ich gut. Oh, Carsten Kapsch, der Kapsch. Hallo Klesk. Vor einigen Jahren habe ich mich scheiden lassen und dachte, meine Chancen wären dahin, bis ich Gilda traf. Wir sind ständig zusammen. Wir können nicht genug voneinander bekommen. Am Anfang von Beziehungen ist das normal, aber jetzt sind wir schon ein Jahr zusammen. Wir sind wie füreinander, wie eine Droge. Ich schäme mich, das überhaupt zu erwähnen, aber wenn Gilda mich bei der Arbeit besucht, ist es mit meiner Konzentration geschehen. Sie reißt mich in ihren Bann. Fast hätte ich gestern einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, der das Studio eine Menge Geld gekostet hätte. Bitte tun Sie mir einen Gefallen oder schützen Sie mich im Kampf gegen diese Sucht. Bitte führen Sie eine Art Zutrittskontrolle ein, sodass Gilda nicht einfach so in mein Büro spazieren kann. Natürlich würde es mir das Herz brechen, so wie es jedem Drogensüchtigen ergeht, aber ich würde es hassen, ihrem Unternehmen zu schaden und meine Karriere zu ruinieren. Ja. Gilda muss ja auch eine tolle Frau sein. So, 2 Möglichkeiten, die sich die Auswirkungen haben auf das Gemüt von Kapsch. Wenn ich sage, okay, alles klar, Zutritt wird kontrolliert, deine Geliebte kommt nicht mehr rein,
erhöht sich seine Loyalität, weil wir seiner Bitte nachgegangen sind. Aber er wird unglücklicher werden, weil seine Geliebte nicht mehr kommt. Und das zweite ist eben genau der umgedrehte Fall. Ich bin aber daran interessiert, dass er eine gute Arbeit macht und nicht im Büro die ganze Zeit Zärtlichkeiten austauscht. Deswegen selbstverständlich machen wir das hier. Und kommen damit ja auch seinem eigenen Wunsch nach. Okay, in 43 Tagen ist Bote des Todes fertig. In 36 Tagen ist unser neues Gebäude. Das heißt, wir werden jetzt hier mal ein bisschen beschleunigen. Ich kann es kaum erwarten, dass unser Streifen in den Kinosaal kommt. König Nuss, habe ich schon Danke gesagt? Vorhin? Ich weiß es nicht mehr. König Nuss, vielen Dank. Da dauert ein bisschen, passiert gerade nicht so viel, aber kann man ein bisschen rein. Oh, David White. Der Bau der Drehbuchabteilung verläuft bisher planmäßig, aber es gibt einen kleinen Haken. Gemäß der Absicht des Architekten soll ein großer Rotblatt-Ahorn das zentrale dekorative Element sein. Die Auftragnehmer haben einen geeigneten Baum in einem Reservat an der Grenze zwischen Ontario und Minnesota gefunden und bereits einen Preis und den Transport vereinbart. Aber der Inspektor, der die Genehmigung erteilt, spielt auf Zeit. Er sagt, er könne nicht sagen, wie lange die Papierarbeit dauern werde. Vielleicht eine Woche, vielleicht ein oder zwei Monate. Du weißt genauso gut wie ich, dass manch ein kleines Schmiermittel benötigt wird. $200 Bargeld und der Baum wird noch heute Abend auf dem Weg nach Kalifornien sein. Ich möchte nicht, dass all unsere Pläne wegen eines kleinen Bürokraten durcheinander geraten. Was denkst du? Ja, also in Anbetracht des Gesamtbudgets sind $200 völlig lächerlich. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass eventuell das nochmal auf uns zurückkommt, weil am Ende des Tages machen wir hier Korruption und Schmiergeld und das ist ja eigentlich verboten. Ich hoffe mal, da kommt jetzt nichts mehr nach. Deswegen bezahlen wir den Typ, weil das Geld ist mir egal. Wenn ein Problem schnell und diskret gelöst werden muss, können die Finanzmittel des Studios nutzlos sein. Wenn die Situation knifflig wird, ist Bargeld die Nummer 1, ja. Also hier ist unser Gesamtbudget und hier, das ist unser Bargeld, was wir auf Tasche haben. Was wir auch einfach mal so schwarz verpulvern können. Ja, das Kino Plus Team habe ich nicht zur Premiere eingeladen. Ich hatte nur begrenzte Pressekontingente und deswegen konnte ich das nur Steven Gätchen leider geben. Drehbuchabteilung. Drehbucharbeiten verwandelt Ideen in Drehbücherbedingungen 100%. Okay, unsere Drehbuchabteilung ist fertig. Das ist ja geil. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Head für die Drehbuchabteilung. Wir haben drei Leute zur Auswahl. Herbert Taylor, Herbert Wagner und Jasper Bradley. Die beiden Herberts. Ja, der Bonus gefällt mir. Bei dem gehaltstechnisch. Also das finde ich hier frech irgendwie. Der hat sehr überzogene Forderungen. Der ist hier komplett im roten Bereich. Das gefällt mir wiederum nicht. Hat natürlich die guten Boni hier, 10% jeweils. Aber ich würde fast sagen, also der hier ist loyal, den kann man entwickeln. Der ist auch am wenigsten unglücklich. Hat zwar keine Boni, aber ist entwicklungsfähig. Und ich gebe gerne jungen Leuten eine Chance. Der ist erst 48, also in der Blüte seines Lebens. Deswegen kriegt Jasper Bradley von mir den Zuschlag. Oh, okay, das wird's, jetzt wird es interessant. Okay, Leute, jetzt können wir uns unsere Lieblingsgenres wählen, auf die sich unsere Autoren spezialisieren. Drama, Komödie, Action, Romanze, Detektiv, Abenteuer, Thriller oder Geschichte. So, worauf haben wir Bock? Worauf habt ihr Bock? Droppt mal ein paar Sachen. Also ich höre schon Komödie. Braucht man natürlich sehr gute Schreiber. Komödie, die nicht lustig ist, ist natürlich eher dann auch peinlich. Abenteuer lese ich hier. Detektiv, ja, haben wir gerade ja schon gemacht. Action, Horror. Horror haben wir gar nicht. Action haben wir. Abenteuer, Sci-Fi. Ja, wie gesagt, es gibt halt nur die Sachen, die hier stehen. Sci-Fi ist auch nicht dabei. Detektiv und Thriller, Abenteuer. Also Abenteuer, da habe ich hier schon so ein paar Sachen gerade gelesen. Nehmen wir mal Abenteuer. Ja, Abenteuer wollt ihr gerne haben. Okay, dann haben wir noch zwei. Thriller haben wir jetzt ja eigentlich auch schon einen rausgebracht und damit dann Erfahrung gesammelt. Darauf kann man ja auch aufbauen. Geschichte mag ich persönlich natürlich, finde ich auch sehr interessant. Mit Drama holt man Preise. Das ist, finde ich, auch ein sehr gutes Argument. Mit Drama holt man Preise. Das heißt übrigens nicht, dass wir nicht auch aus den anderen Genres Filme produzieren können. Das heißt nur, dass wir uns darauf spezialisieren. Ich finde ja, Romanze hat ein gewisses Comedy-Potenzial jetzt hier für unsere Session, weil man da, glaube ich, auch lustige Ideen verbauen kann. Und ja, Thriller ist natürlich auch immer gut. Ich mache einfach jetzt mal selber Romanze, weil ich es lustig finde.
Drehbuchautoren. Das sind die Drehbuchautoren aus der ehemaligen Belegschaft des Studios. Wie heißen sie? Ah, jetzt ist es wieder an der Zeit, glaube ich. Warte mal, können wir jetzt den... Ja. Okay, wer von euch möchte denn dabei sein? Wer möchte Drehbuchautor sein? Ich habe wieder 3 Slots für euch. First come, first serve. Wer hat dabei Lust dabei? Screws haben wir. Okay, Screws. Also, dann machen wir mal... Ich muss natürlich dir wieder einen Vornamen geben. Du heißt... Warte. Was ist hier los? Steve Screws. Okay. Dann haben wir als zweites Mary. Mary Phantom 5. Und König Nuss. Karl König Nuss. Karl König Nuss. Alles klar. Let's go. Wähle das Gebäude der Drehbuchabteilung, um die Arbeit an einem neuen Skript zu beginnen. Jetzt wird's interessant, weil jetzt können wir nämlich selber tätig werden. Also, die Abteilung hat einige Ideen für das erste Skript ausgearbeitet. Okay. Ja. Was haben wir denn? Also, klick auf eine Idee, die gefällt. Ein Drehbuchautor wird dann ein vollständiges Drehbuch aus ihr machen. Action, Romanze, Action. Was hatten wir denn jetzt gesagt? Wir hatten Abenteuer... Thriller? Thriller? Hatten wir Abenteuer, Thriller und Romanze, oder? Romanze ist jetzt das Einzige, worauf wir uns spezialisiert hatten. Nee, Drama hatten wir, genau. Abenteuer, Drama und Romanze. So, und jetzt haben wir 2 Action und 1 Romanze. Und dadurch, dass wir uns halt auf 1 dieser 3 spezialisiert hatten, nehmen wir mal Romanze. Wobei ich die Kombination aus moderner amerikanischer Stadt und Ritter sehr gewagt finde. Da ist natürlich Action, Metropole, Polizist... Action, tropische Insel und Romantiker. Also diese beiden finde ich jetzt weniger abgedreht. Ich weiß nicht, was ein moderner Ritter in der Großstadt soll, aber ich sehe eine Zeitreise, so ein bisschen wie diese eine Serie auf Netflix, wie heißt sie noch? Wo diese Frau ins so ein Mittelalter oder noch früher zurückversetzt wird und so. Und dann trifft sie da so einen Lover. Jedenfalls, das nehmen wir jetzt. Okay, unsere Drehbuchautoren setzen sich da mal ran. 72 Tage wollen sie daran arbeiten, okay. Guck mal, er ist auf Romanze spezialisiert, Mary Phantom Hive. Also darf er auch schreiben. Das wird super werden. Okay. Dein Filmstudio weiterzuentwickeln ist der Schlüssel zum Erfolg. Wähle ein Upgrade für die Abteilung. Oh, okay, jetzt wird's interessant. Egal, wer in deiner Drehbuchabteilung arbeitet, niemand weiß besser, was ein Film braucht, um erfolgreich zu sein. Mit diesem Upgrade kannst du deine eigenen Handlungen schreiben. Yes! Okay, das will ich auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock drauf. Einige Verbesserungen brauchen ihre Zeit. Abteilungsleiter lernen mit der Zeit, diesen Prozess zu beschleunigen. Daher ist es sinnvoll, an deinen erfahrenen Mitarbeitern festzuhalten. Ja, wir machen die Geschichtenwerkstatt. Geil. 50 Tage dauert das. Bin ich voll dabei. Warte. Irgendwas ist passiert. Baue eine Produktionsabteilung, baue eine Vorproduktionsabteilung. Okay, dann eine... Oh, warte, da kommt die Premiere dazwischen. Geil. Premiere, Jeux Duval in Boote des Todes. Eine Tagline hinzufügen, okay. Boote des Todes. Boote des Todes. Boote des Todes. Der Todesbote. Boote des Todes, der Todesbote. Okay. Boote des Todes, der Todesbote. Oh, ein unerwarteter Besucher ist auch sehr, sehr gut. Das Kinomark-Bewertungssystem misst die Bewertungen des Films am Tag der Premiere. Wenn du dir sicher bist, dass du einen hochwertigen Film produziert hast, die Menschen ihn aber nicht wertschätzen, dann hast du vielleicht die falsche Zielgruppe ins Kino gebracht. Ja, daran könnte es liegen.
Cornelius Schröder gibt uns 4 Sterne. Roy Cox gibt uns 4 Sterne. Jeanette Foley gibt uns 3 Sterne. Die lade ich nie wieder ein. Earl McKinney gibt uns 5 Sterne. Ein spannender Krimi, dessen Titel sich mit dem tragischen Schicksal des Filmstars deckt. Könnte das wirklich nur ein Zufall sein? Oh, geil. Sowas mag man ja, ein bisschen Blair Witch Project, so, wo man nicht weiß, wo endet Fiktion, wo beginnt Realität. Und wir wissen ja, dass der Hauptdarsteller Joe Duval nach den Dreharbeiten verstorben ist. Von daher ist das natürlich super mysteriös und spannend. So, Bote des Todes. Wir kriegen ein paar Erfahrungspunkte fürs Team. Nehme ich gerne mit. Die Darsteller kriegen auch Erfahrung. Sehr gut. Okay, das kommt nochmal zu den Produktionskosten hinzu. Fast 500.000 Dollar, fast eine halbe Million hat das gekostet. Also jetzt mache ich mal kurz Pause, damit wir jetzt keine Zeit verschwenden. Gehen erstmal in die Vorproduktion und dann in die Produktionsabteilung Vorproduktion. Beginnen wir mit dem Bau. Lass uns mal gucken. Wie viel Platz habe ich denn? Die können ja so direkt nebeneinander sein. Boah, warum so weit weg? Krass. Vorproduktion. Ja, ich nehme jetzt immer das Teure. Wir haben ja ganz gut Budget. Und dann bauen wir noch... Die Produktionsabteilung müssen wir noch bauen, ne? Genau. Ah ja, die ist eher ein bisschen kleiner. Ja, dann nehmen wir auch jetzt einfach gar nicht lange überlegen, auch die teuren Sachen. So, und jetzt ist Release Day oder was? Bote des Todes. Ist Release? 26. März? Läuft doch schon. Der Spaß läuft schon oder was? Bote des Todes? Ich glaube, er läuft schon. Oh, was haben wir denn hier? Können wir noch was verbessern? Guck mal. Kraftwerk. Grundlegende Landschaftsgestaltung. Oh, da können wir vielleicht kreativ werden. Reparaturteam. Ist nicht verfügbar. Und Wasserturm. Ja, wir hatten ja auch Strom und Wasser noch als Ressourcen. Vielleicht, ja, was ist das? Keine Ahnung. So ein Kraftwerk. Standard mit Beschleunigung 1500. Machen wir einfach mal ein Upgrade. Dann haben wir hier noch einige Möglichkeiten zum Upgraden. Ich weiß natürlich nicht, ob das gleich noch im Tutorial erwartet wird. Ich mache das einfach jetzt schon mal. Finanzabteilung. Oh, Darlehen. Darlehen brauchen wir aber nicht, oder? Oder können wir das nur erhöhen? Du kannst, aber ich mache ich ja nicht. Ich brauche ja kein Geld jetzt. Ich glaube, das gibt mir nur die Möglichkeit dazu. Ich werde die nur schon mal jetzt auswählen, weil das dauert ja auch, bis das fertig ist. Ethnische Zusammensetzung, Dienstleistungsabteilung. Okay. Machen wir mal das, Dienstleistungsabteilung. Und als letztes PR-Abteilung. Einfluss vom Kino. Jedes beliebige Kino, das dir gehört, wird die Einfluss... Ja, nehmen wir. Okay, haben wir die schon mal. Dann haben wir hier noch Möglichkeiten. Professionelle Postproduktionsinsel... Was? Professionelle Postproduktionseinrichtungen. Tonstudio, ein eigenes Tonstudio, Filmlabor, Fokusgruppe in Rufbereitschaft, Konzertsaal. Okay, Regisseure, Editorin und Komponisten erhalten doppelt so viel Erfahrung für die Teilnahme an der Postproduktion. Okay, alle Boni in jedem Spiel, die Erfahrungspunkte boosten, muss man immer direkt zu Beginn machen. Deswegen, das ist klar. Das ergibt keinen Sinn, das nach 10 Jahren zu machen, sondern das machen wir natürlich jetzt direkt. Kann ich sogar beschleunigen, wenn ich da ein bisschen Geld reinpumpe. 10% beschleunigen wir das Ganze mal.
machen sofort diesen Erfahrungsupgrade. Okay. Dann haben wir hier noch eine Möglichkeit. Datenanalyse, Filmkopie. Darf ich eine Demo nicht? Marketing und Außendienst, Druckerei. Okay, was ist das? Erhöht das Gebäude für Marketing und Außendienst. Ach, eröffnet das Gebäude, okay. Oder Druckerei. Ja, machen wir mal die Druckerei. Okay. Jetzt haben wir ja ganz schön viel in Auftrag gegeben. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit Boote des Todes? Achso, man kann die Kategorien auch unten durchklicken, ja. Okay. Ach, guck mal hier. Es gibt sogar neue Gebäude. Ich warte mal, vielleicht kommt das Tutorial noch und sagt mir irgendwas. So, Boote des Todes, wie sieht's denn aus? Haben wir schon erste Zahlen? Ich glaube, wir stehen schon bei 160.000 Gewinnen. Yes, 737.000 Gewinnen. Wow! 1,231 Millionen hat der eingespielt und der hat ja ungefähr eine halbe Million gekostet. Das ist ja ein super einträgliches Geschäft. Ich bin total begeistert. So, was macht die Sicherheit? Schützt deine Geheimnisse und Mitarbeiter vor der Konkurrenz? Ingenieurwesen und Technologie. Oh, was ist das? Roy Spencer, Produzent. Ich habe mir von einigen Leuten etwas Geld geliehen. Ich dachte, sie seien gute Leute. Und in der Regel liege ich mit sowas richtig. Aber nun folgt mir irgendein Idiot auf Schritt und Tritt und will, dass ich die Schulden zurückzahle. Ich zahle den gesamten Betrag heute zurück. Aber ich brauche etwas Erholung. Du weißt doch, wie es heißt. Du magst stark sein, aber die Karten sind stets stärker. Das alles ist übrigens Quatsch. Ich zeige den Karten, wer der Boss ist. Kannst du mir also ein paar Monate lang freigeben, damit ich das alles in den Griff... Bist du komplett bescheuert, Roy? Ein paar Monate? Fuck, ich hab mir einen Spieler angelacht. Ah. Ne. Vergiss es. Nope. Paar Monate? Ne. Für einen Spielsüchtigen? Ne. Ingenieurwesen und Technologie, revolutioniere deine Filmproduktionstechnik. Will ich haben. Kostet richtig viel Geld. Aber wir sind ja jetzt auch reich mit dem neuen Film. Stromverbrauch 350. Können wir uns das überhaupt leisten? Können wir uns... Oh. Die ersten 4 Wochen waren erfolgreich. Natürlich kann der Film immer noch Geld an der Kinokasse einnehmen. Wenn wir unsere Mieteinigung mit dem Kino verlängern, können wir noch viel mehr einnehmen. Klick auf Erneuern, um die Mieteinigung unter denselben Bedingungen um 4 Wochen zu verlängern. Ja. 4 Wochen Umsatz, über 2 Millionen. Geil. Richtig viel Geld verdient. Das ist ein sehr einträgliches Geschäft. Man sieht klar, es ist rückläufig, natürlich. Aber wir werden den Vertrieb fortsetzen. Was für ein toller Film. Ich würde ganz gerne einmal in Erfahrung bringen, wie unsere Energiebilanz ist. Mit dem Strom und so. Das sehe ich hier gerade noch nicht. Aber ich baue jetzt trotzdem diese... Ich baue das jetzt. Das klingt gut. Ja. Ist teuer. Geil. Können wir irgendwann geile Actionfilme drehen. Vorproduktion ist fertig. Suche einen eigenhändigen Schauspieler und Regisseure aus, wähle Sets, Technologien und vieles mehr. Ja, geil. Mieten Sie Head für Vorproduktion. Okay. Forrest Johnston, Ronnie Gilbert und Ernest Rogers. Der hat es einfach überhaupt nicht treu. Das sollten wir nicht machen. Auch wenn er gute Boni hat. Der ist ein bisschen jünger. Der gibt uns einen kleinen Boni hier auf Geld. Ist auch schon Level 2. Er ist happy und er ist auch sehr viel treuer. Aber ich glaube... Er ist auch ein bisschen jünger. Na, sind diese 10, ich weiß nicht, wie mächtig die 10% sind tatsächlich. Aber ich nehme mal ihn hier. Das sind die Schauspieler, die beim Studio geblieben sind, nachdem der Besitz übertragen wurde. Wie heißen sie? So, Leute, wer von euch möchte
Schauspielerin oder Schauspieler sein. Jetzt die Chance für euch nochmal dabei zu sein. Guck mal hier, da sehe ich doch schon die ersten drei. Haben wir schon, alles klar. Vanessa. Ich musste mir natürlich einen Vornamen immer ausdenken. Vanessa Wayne. Dann haben wir Scoo Scorp. Sie heißt Sarah Scoo Scorp. Sarah Scoo Scorp. Und wir haben King Knusper als dritten. Der heißt natürlich dann King, das kann man ja Vornamen ruhig nehmen. King Knusper passt doch. King Knusper. Alles klar. Let's go. Herzlich willkommen an Bord. Oh, geht weiter. Das sind die Schauspieler, die beim Studio geblieben sind. Wir haben noch drei weitere. Ah, guck mal hier, es geht weiter. So, Dear Fox. Das wäre Daniel. Daniel, Dear Fox Fee. Daniel, Dear Fox Fee. Dann hatten wir als nächsten Kofo. Kai Kofo und Maren Team. Dann nehmen wir als erstes Maren Team. Maren Team. So, sehr gut. Das sind die Regisseure, die beim Studio geblieben sind, nachdem der Besitz übertragen wurde. So, wen haben wir als nächstes? Mini. Nimimi. Okay. Mini. Mini. Ni. Mimi. Mini. Nimimi. Und der nächste, die nächste ist der Fichtenelch. Frank Fichten. Elk. Frank Fichtenelk. Gut, herzlich willkommen an Bord, Leute. Splitter des Schwertes. Oh, was ist mit Lydia Globe? Die legendäre Lydia Globe ist wieder im Sattel. Fast, oh ja. Ich weiß, du hast erwartet, dass ich sofort einen neuen Film starte, aber das Sprechen gewöhnt dauert länger als erwartet. Du musst verstehen, ein Vogel, der in den Wolken fliegt, kann nicht einfach ohne Vorbereitung in die Tiefen des Meeres tauchen. Ich mache Sprachübungen mit Meisterin der Bühne, dehne meine Stimmbänder, trinke Eiercocktails. Morgens diese samtige Stimme, man kann schon einen Unterschied bemerken. Oh yeah. Bitte, ich flehe dich an. Wirklich, ich flehe dich an. Gib mir 3 weitere Monate, um mich auf meine erste Sprachrolle vorzubereiten. Du wirst sehen, deine Geduld wird belohnt werden. Shit. Okay. Also, wenn Lydia Globe, dann wird sie einfach nicht im nächsten Film dabei sein. Und das wird halt eine Romanze werden. Und wenn sie nicht die Hauptrolle in einer wunderbaren Romanze spielen möchte, man muss dazu sagen, sie wird auch nicht jünger. Und irgendwann wird sie halt nicht mehr gecastet. Dann spielt sie halt die Mutter der Hauptdarstellerin oder so. Aber okay, dann mach das halt. Bis halt, ist ja deine Karriere, ist mir doch egal. Bote des Todes. Spielt noch weitere Penunsen ein. Das ist sehr, sehr schön. Guck mal, hier haben wir noch ein mögliches Update. Vorproduktion. Besetzungsbüros, Scoutbüro, Requisiten und Dekorationen. Oh, Verzeihung. Ja, finde ich gut. Besetzungsbüro ist vielleicht auch ganz gut, um neue Schauspielende zu finden. Drehorte mit normaler Qualität. Scoutbüro. Requisiten finde ich wichtig. Dann können wir alles hier in-house machen. Boah, das dauert ganz schön lang. Okay. Bote des Todes läuft immer noch prächtig. Also. Produktionsabteilung ist fertig. Fortfahren. Mieten Sie Head für Produktionsabteilung. Also, wir haben Billy Wright, Jack Carter, Franklin Ellis. Ja, der ist der günstigste. Wo ist der Haken? Der ist...
Also die sind alle in einem ähnlichen Alter. Er ist der günstigste, kriegt sogar einen 10% Bonus und hat relativ gute Werte. Dann nehmen wir den doch. Baue eine Level 1 Tonbühne. Baue eine Level 1 Tonbühne. Doppelte Erfahrung für Regisseure, Schauspieler und Kameraleute. Yep. Das gleiche, was ich gerade schon sagte. Alle Erfahrungsperks direkt am Anfang machen. Können wir sogar beschleunigen, weil sich das einfach lohnt. Dann kriegen sie früher mehr Erfahrung. Und dann bezahle ich auch gern ein bisschen mehr Geld. Auch wenn das nicht so viel weniger Zeit ist. Graden wir einmal ab. Okay. So, jetzt soll ich eine Level 1 Tonbühne bauen. So, was ist mit Vanessa? Ich hörte, dass Lydia Globe aus dem Ruhestand kommt. Oder was ich eher gehört habe, ist, dass sie eigentlich nie in den Ruhestand gegangen ist. Sie hat einfach nur an ihrer Stimme gearbeitet, damit sie uns nicht mehr Rollen stehlen, damit sie uns noch mehr Rollen stehlen kann. Es ist wohl zu viel verlangt, dass diese gierige Schlange endlich in den Ruhestand geht. Es muss doch einen Funken an Gerechtigkeit in diesem Geschäft geben. Naja, also sorry. Die Beste kriegt die Rollen. Sie fordert mehr Respekt, als sie verdient. Sie ist, sie ist eingebildet, oh Gott. Also das ist auch wirklich ein von Narzissten durchsetztes Geschäft. So, ich brauche so eine Bühne hier. Wo bist du denn? Tonbühne, da. Upgrade für die Drehbuchabteilung ist fertig. Sehr gut, kann ich noch ein weiteres Upgrade machen? Oh, das ist ja fantastisch. Okay, also Fortsetzungen. Oh, das heißt, wir können den zweiten Teil drehen und neue Handlungselemente entwickeln. Beauftragt das Autorenteam damit, neue Handlungselemente zu entwickeln oder erschaffe Fortsetzung von Filmen. Das heißt, wir können direkt den zweiten Teil von dem Boten des Todes machen. Autoren schreiben schneller, laufende Bearbeitung, Geschichten und Ideen halten 6 Monate an. Büro freiberuflicher Autoren, zusätzliche Erfahrungspunkte pro wir machen natürlich das wieder mit den Erfahrungspunkten. Und wir bauen jetzt erstmal bitte die Tonbühne. Das war ja der Wunsch. Ach, guck mal, die braucht auch nicht viel Platz. Was? Achso. Ja, wir nehmen wieder das Teure. Und dann sollten wir noch etwas anderes bauen. War das die Geschichtenwerkstatt? Ja, ne? Ja. Achso, die muss innerhalb dieses Einzugsgebiets sein. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Das bedeutet, ich wusste nicht zu Beginn, was der Kreis bedeutet. Aber dann ist es ja gut, dass man sehr viel Platz zu den anderen Gebäuden lässt. Weil man die Sekundärgebäude dann da ranklatschen muss. Okay. So, wie sieht's aus? Bote des Todes läuft immer noch stark, gibt uns richtig viel Geld und auch vor allem ein gutes Gefühl. Wir haben überall die Upgrades eingetütet. Todesbote 2, er ist wieder da. Der tote Todesbote. Die Rückkehr des toten Todesboten. Bote des Todes, der Todesbote. Oh, Verteilungsergebnisse. Bote des Todes. 4-Wochen-Umsatz, Gesamtbrutto-Umsatz, Gesamtausgaben, Profit. 2,381 Millionen. 592.000. Wow. Die Frage ist, warte mal, wie sieht's aus? Besucher 23%, Vorführungen, Mieten. Okay, sehe ich das richtig, dass wir ich glaube, wir sollten nicht nochmal verlängern. Obwohl, wir haben auch keinen zweiten Film im Angebot. Die Frage ist, ob wir jetzt überhaupt noch Gewinn machen. Es geht schon arg zurück. Der 4-Wochen-Umsatz, ist das die letzten 4 Wochen? Gesamtausgaben? Gesamtausgaben. Der Tod, jetzt wird geheiratet. Ja, okay, das ist auch lustig. Ich mache es jetzt einmal, um es auszuprobieren, weil wir wirklich keinen anderen Film derzeit haben. Deswegen werde ich den Vertrieb nochmal fortsetzen. Es kann sein, dass es ein Minusgeschäft wird. Aber das ist schon okay. Der Film ist ja ein absoluter Kassenschlager. Wir machen jetzt mal ein bisschen schneller. Gleich ist Splitter des Schwertes fertig. Jetzt. Geil. Also, Drehbuchergebnisse. Oh, das ist aber
Oh, okay. Da müssen wir nochmal ran. Das reicht noch nicht. Leute, ihr habt euch nicht mit Ruhm bekleckert hier. Da muss ein bisschen mehr bei rumkommen noch. Also, was haben wir denn? Genres, Drama, Komödien, Romanze. Alles auf einmal. Schauplatz, moderne amerikanische Stadt. Protagonist ist ein Ritter. Antagonist ist ein Bandit. Themen, Events, unerwiderte Liebe. Protagonist wird für Verbrechen bestraft. Ach was. Okay. Ja, also jetzt könnten wir das auf Eis legen. Aber das ist ja Quatsch, wir haben ja sonst nichts anderes. Deswegen lass uns das mal ausprobieren. Vermutlich wird das nicht der größte Erfolg unseres Studios sein, aber wir müssen ja auch quantitativ einfach mal die Maschine zum Laufen bringen. An diesen Orten spielen sich die Ereignisse des Films ab. Die Figuren verbringen die meiste Zeit an den in Gold hervorgehobenen Drehorten, daher wird der Großteil der Dreharbeiten dort stattfinden. Nur kleinere Szenen werden an Nebendrehorten gefilmt. Okay. Du musst entscheiden, welche Szenen auf einer Tonbühne gedreht werden sollen und welche lieber vor Ort. Wähle das Qualitätslevel des Standorts. Im Pavillon hängt die Qualität von der Drehausrüstung, Kulisse und dem Design ab. Draußen liegt der Fokus auf der Schönheit und Authentizität der natürlichen Szenen. Wenn du einige Szenen des Films auf einer Tonbühne drehen möchtest, kannst du auswählen, welche Tonbühne du verwenden möchtest. Wir haben natürlich jetzt gewisse Sachen auch noch nicht fertig gebaut. So, Mary Phantom Hive. Alles klar, lass mal gucken. Kameramann und Tonbühne können wir hinzufügen. Wir brauchen einen richtig guten Kameramann. Da haben wir ja zwei Leute hier. Oh Gott, ein Junkie und ein... Okay, der ist ruhig. 3,7, 2,1 Sterne nur. Ach man, aber er ist natürlich auch ein Junkie. Dreharbeiten auf der Tonbühne, Dreharbeiten an Drehorten ist bei beidem gut. Ja, er ist zwar ein Junkie, aber ich muss es ihm ja... Er muss ja arbeiten. Er muss es machen. Tonbühne haben wir noch nicht. Okay, Kameramann. Dann Metropolenstraßen, Metropoleneinrichtung, Kirche und Bar. Ja, sicherlich ist eine Metropolenstraße sehr teuer. Oh Gott. Das ist richtig teuer. Metropoleneinrichtung. Egal, wir gehen ins Ganze. Kirche, Bar. Ne, eine Bar ist gut. Kirche ist recht. Was kostet eine Kirche? 1000 Mark. Oh Gott. Ich kann einfach alles nehmen. Das ist richtig teuer. Nee, will ich nicht. Das heißt, das ist draußen alles. Reicht das? Müssen wir noch mehr machen? Laden, Markt und Diner. Kirche, Bar, Laden, Markt. Ich meine, so teuer ist es. Ja, ach, guck mal. Das ist interessant. Also. Basisvorbereitungskosten für diesen Drehort. Einfluss des Filmgenres. Okay. Ich drücke die Sachen hier auch mal. Was ist... Kann man das auch wieder rausnehmen? Wir belassen es jetzt mal dabei. Oder muss ich alle nehmen? Ich kann gar nicht fortsetzen. Ich habe ja auch keine Tonbühne. Was soll ich machen? Ich habe halt niemanden. Ich glaube, ja, keine Ahnung, müssen wir noch... Ah, ich muss tatsächlich alles machen. Die Gesamtdauer der Dreharbeiten ergibt sich aus der Summe aller Drehtage an den einzelnen Drehorten sowie aller dazwischenliegenden Samstage und Sonntage. Okay. Ja. Ist nicht ganz günstig, aber wir gehen all in mit diesem Film. Splitter des Schwertes. Kann ich das umbenennen eigentlich? Splitter des Schwertes. So, Drehtechnologie und Tontechnologie. Wir investieren ja gerade, bauen uns hier eine Infrastruktur auf. Das wird im Laufe der Zeit da sicherlich wertiger werden. Ja, es sind nur einige Kosten, die auf uns zukommen. Crew genug, Kostüm und Requisiten niedrig. Extras. Extras, Crew viel. Ja, ist mir egal, der Film ist halt teuer und wir haben gut verdient mit dem Todesboten.
Jetzt wird's interessant. Also, wer produziert? Da hatten wir doch hier diesen einen Vollhonk, den der hier. Der darf überhaupt nichts produzieren, weil er einfach... Ich bin sauer auf ihn. So, Belegschaft. Mini, Nimimi. Ja, diszipliniert. Oh, Perfektionist. Beides gut. Genres wissen wir noch nicht. Aber er darf das machen. So, jetzt wird's interessant. Wer ist unser Hauptdarsteller? Keanu Reeves? Nee, also das ist eine Romanze. King Knusper. Es muss jemand sein, der... Es kann, also... Geschichte, Abenteuer, Komödie, Geschichte, Rollen. Jüngste Rolle, Cowboy, Kumpan, Rivale, Bandit. Guck mal, der hat auch schon mal einen Ritter gespielt. Das ist natürlich sehr, sehr passend. Ja, also alleine vom Alter her, einen 67-Jährigen und 52-Jährigen würde ich jetzt nicht unbedingt in so einer Rom-Com sehen. Deswegen glaube ich, dass wir uns rein aus demografischen Gründen für den alten Säufer hier entscheiden müssen. Der ist aber Alkoholiker und er ist auch noch ein Frauenhasser. Oh Gott. Er sieht Frauen nicht als echte Menschen an. Was? Das ist natürlich ein sehr niederer Charakterzug. Aber er ist ja Schauspieler und muss das vielleicht irgendwie kompensieren können. Er ist der viel bessere Schauspieler. Komödie, Action, Komödie, Horror und Abenteuer. Nee, er ist einfach nicht. Er ist. Nee, es muss. Er muss es machen. So leid mir das tut. So, und den Banditen können wir lieber von jemandem spielen lassen, der das auch schon häufiger gemacht hatte. Warte, wer war hier? War er nicht der Bandit? Da, Bandit in seiner jüngsten Rolle. Da hat er schon Erfahrung gesammelt. Kai Kofu macht den Banditen. So. Okay, um mit der Vorproduktion zu beginnen, musst du deine Pläne zunächst offiziell abstempeln und genehmigen lassen. Let's go. Kann ich das hier Projekt stornieren? Ah doch, ich kann das ändern. Oh, okay. Splitter des Schwerts. Jetzt können wir uns einen schönen Namen überlegen. Also es wird ja eine Romanze und sowas wie Fegefeuer der Leidenschaft oder sowas. Fegefeuer der Leidenschaft. Fegefeuer der Leidenschaft heißt, was haben wir hier noch? Bitter fürs Herz, Hiebe der Liebe. Zella im Glück. Lawine der Zärtlichkeiten finde ich auch sehr gut. Lawine der Zärtlichkeiten finde ich sehr gut. Lawine der Zärtlichkeiten. Warte. Love is in the hell. Kreuzende Klingen. Lawine der Zärtlichkeiten finde ich wirklich gut. Okay, wir nehmen das von euch. Lawine der Zärtlichkeiten von der Schelm. Alles klar. Lawine der... Lawine der Zärtlichkeiten it is. Alles klar. So, was muss ich noch machen? Hier, akzeptiert. Stempel drauf. Projekt starten. Lawine der Zärtlichkeiten. Yes! So, Lawine der Zärtlichkeiten geht jetzt mal so richtig in die Produktion rein. Bote des Todes, macht er noch Gewinn? Okay, Stufe 1 Pavillon. So, jetzt, guck mal, wenn wir das nämlich eben schon hätten, hätten wir auch in die Tonbühne reingehen können. Das war leider jetzt ein bisschen, gibt der Tonbühne einen Namen. Ja, es ist eine Tonbühne, oder? Die heißt Tonbühne, dann verwirrt mich das am Ende noch. Okay. Was haben wir hier? Ach so, Angestellte. Da können wir. Okay, wir können dann im Zweifel neue Leute, alles klar. Dann machen wir weiter. So. Bote des Todes.
Ja, also okay, wir sehen, der ist in die roten Zahlen gerutscht. Das hatte ich befürchtet, aber so haben wir Erfahrungswerte gesammelt. Bote des Todes hat immerhin 2,1 Millionen Umsatz gemacht, hat also Gewinn gemacht, hat jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Verlust noch in den letzten Wochen eingefahren, aber es ist auch egal. Bote des Todes ist jetzt im Archiv. Geil. Leo Mastro, Direktor der Rechtsabteilung. Ich habe den Stapel Dokumente durchgesehen, die wir geerbt haben, und etwas Interessantes entdeckt. Es stellt sich heraus, dass das frühere Studio dem verstorbenen Joe Duval 25% bitte der Kinoeinnahmen für den Film Bote des Todes versprochen hat. 25% sind die irre? Diese Bedingung wurde in letzter Minute hinzugefügt. Sie wurde nur wenige Tage vor Duvals Tod als Änderung des Hauptvertrages eingeführt. Niemand hat uns darüber informiert. Offenbar weiß die Familie Duval noch nichts einmal davon. Und was sollte es für sie schon ausmachen? Über seine fünfjährige Karriere hinweg spielte der Kerl in 8 Hits. Sein Erbe sollte für mehrere Generationen ausreichen. Nicht, dass es je dazu kommen würde, natürlich. Die einzigen, die von Duvals Geld profitieren, sind sein betrunkener Vater und 2 Tanten. Allein die Zinsen sind beachtlich. Die Gesamtsumme beträgt 829.000 Dollar, 152 Mark. Sollten wir also seine Verwandten erreichen und ihnen mitteilen, dass sie sich nach einer anderen Strandvilla umsehen können? Also das ist ja fast ein Fünftel unseres kompletten Vermögens. Was sagt ihr denn dazu? Also Filmleute sind oftmals skrupellos. Ich finde ehrlich gesagt, das Gespräch hat nie stattgefunden. Es ist ein Geheimnis entstanden. Gestohlene Bezahlung. Oh Gott. Manchmal muss man die Grenze überschreiten. Es könnte einfach eine Gesetzessache sein oder eine moralische Geheimhaltung, und Diskretion sind der Schlüssel. Je schlimmer die Geheimnisse, desto größer die Konsequenzen, wenn die Wahrheit ans Licht gelangt. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Durchschnittliches Leak-Risiko, gestohlene Bezahlung. Wir haben uns Joe Duvals Verdienst aus dem letzten Film eingesteckt. Oh Gott, also das ist jetzt gefährlich. Menschen plaudern gerne. Da könnten deine Geheimnisse jederzeit ans Tageslicht kommen. Diese Skala zeigt dir die Wahrscheinlichkeit eines Leaks. Du kannst entweder warten, bis das Geheimnis vergessen wird und das Risiko auf Null fällt, oder überlässt der Sache den netten Herren der Sicherheitsabteilung. Ich glaube, das mit der Sicherheitsabteilung ist eine gute Idee. Es geht um eine Menge Geld. Ja, wir müssen eine Sicherheitsabteilung erstmal bauen. Dann können wir das Geheimnis erst in Angriff nehmen. Oh, die Drehbuchabteilung ist fertig. Jawohl. Oh, wir können was Eigenes tippen. Ist es das? Können wir das? Das will ich. Geschichtenwerkstatt. Oh, geil. Oh, geil. Ah, geil, geil, geil. Okay. Was machen wir? Warte, welche Genres haben wir denn abgedeckt? Wir haben jetzt eine Rom-Com gedreht, dann hatten wir noch Abenteuer. Und Drama. Abenteuer und Drama hatten wir noch. Ich glaube, dass also eine Rom, so ein Rom-Com zu filmen ist, zu schreiben ist, glaube ich, das Lustigste. Mein Geständnis, wie ich Geld unterschlug. Okay, das gefällt mir sehr gut. Horror-Comedy. Horror-Comedy ist natürlich auch ein ganz lustiges Genre. Screwball-Komödie. Der Absurditätsknopf. Ich habe aber, wisst ihr was, ich habe Bock auf eine Romanze. Und ich nenne den Film Im Tal der Liebe. Das Tal der Liebe. Was haltet ihr von Das Tal der Liebe? Fegefeuer der Leidenschaften können wir immer noch sagen. Zeit der Gefühle. Gebirge der Lust. Oh Gott. Hey, Senseless. Ich bin dir noch was schuldig. Letale Liebe. Sturm der Liebe, ja. Taifun. Orkan. Nee, Orkan der Lust und so, das ist alles zu anzüglich. Wir wollen, es soll ja romantisch sein und nicht irgendwie pornografisch oder sowas.
Das muss schon eher auf die Gefühlsebene gehen und der Teilchenbeschleuniger. Nee, das gab's. 100 rote Rosen mitten ins Herz in den Winden der Wallung. Brandung der Wollust. Von Liebe geprägt. Haus am See. Ich nenne es jetzt. Ich nenne es jetzt Brandung der Leiden. Ne, Brandung der Wollust. Brandung der Wollust. Brandung der Wollust. Brandung der Wollust. Brandung der Wollust ist natürlich eine Romanze. Und, wir können es kombinieren, geil. Romanze, aber wir kombinieren das sowas von mit einem Thriller. Oder einer Action-Romanze. Also Brandung der Wollust ist Romanze und es ist ein Thriller. Fantasiekönigreich, moderne amerikanische Metropole, moderne amerikanische Stadt, tropische Insel und wilder Westen. Jetzt haben wir ja gerade die moderne amerikanische Metropole. Wie wär's mit einer tropischen Insel, Brandung, wilder Westen? Ne, wir nehmen. Ja, okay, wir nehmen die Insel. Oh, man kann. Ne, er kann nur eine Sachen, okay. Okay, alles klar. Der Protagonist ist. Ein kühner Abenteurer, hoffnungsloser Romantiker, ja, eher in diese Richtung. Also entweder der kühne Abenteurer, das würde ja so ein bisschen auch zum Setting passen. Ne, wir nehmen den hoffnungslosen Romantiker. Der Antagonist ist ein Stammesführer. Böses Monster. Stammesführer passt natürlich irgendwie zu dieser tropischen Insel-Location. Aber Monster finde ich ganz geil. Weil das hat dann auch so diese. Ein Monster auf einer Insel, das heißt, man kann diesem Monster nicht entkommen. Ein geschlossener Raum. Unterstützende Charaktere, Femme Fatale. Fräulein in Nöten. Ja, finde ich gut. Da, Love Interest. Ja, das Objekt der Begierde, genau. Und das Liebesinteresse und als zweiter unterstützender Charakter brauchen wir, das Monster haben wir ja schon, wir brauchen einen Rivalen. Ja, es braucht einen Rivalen. Es braucht natürlich einen Rivalen. Ist ja klar. Und es braucht vielleicht strenge Eltern. Ach ja, stimmt, wir haben Thriller, ne? Ja, das ergibt keinen Sinn. Warte mal. Dann eher Abenteuer statt Thriller, oder? Eher Abenteuer. Genau. Guter Hinweis. Wir könnten noch das, den Kumpan könnten wir noch mit reinnehmen. Femme Fatale. Eine Femme Fatale, die ihn in Versuchung führt, von der eigentlichen Love Interest Abstand zu nehmen. Könnte man natürlich machen. Ja, vielleicht so ein. Aber wir sollten auch nicht zu viele. Ich finde, das reicht. Themen und Events. Ja, genau. Das brauchen wir. Und ohne Schatzjagd, ja. Unerwiderte Liebe. Nee, wir müssen die Angebetete gewinnen. Das ist klar. Und
Ach, im Finale darf ich nicht mehr aussuchen? Warum? Ach so, 5 von 5. Dann haben wir ja gar kein Finale. Okay, wir nehmen mal den Rivalen raus, nur mal um zu sehen, was ich noch beim Finale nehmen könnte. Antagonist tut Buße, Liebende bleiben zusammen. Das Paar bewältigt Meinungsverschiedenheiten oder Differenzen und lebt glücklich bis ans Lebensende. Protagonist befreit Geisel. Oh! Der Protagonist. Oh! Es ist kein Happy End! Oder er überwindet die Selbstzweifel. Ja, er überwindet die Selbstzweifel, weil er ja, haben wir ja gesagt, er ist ein hoffnungsloser Romantiker. Oh, Finale statt Rivale. Das ist... Nee. Also, pass auf, wir können entweder nehmen... Das hier, wobei... Die Liebenden bleiben zusammen. Aber ehrlich gesagt finde ich das hier auch krass. Ich glaube, das gefällt mir besser. Weil wir haben mit dem Monster, haben wir schon einen Antagonisten. Wir brauchen keinen zweiten Antagonisten in Form des Rivalen. Das reicht. Also der hoffnungslose Romantiker ist auf einer Insel mit seinem Love Interest. Es gibt ein böses Monster. Er will die Angebetete gewinnen und opfert sich am Ende für seine große Liebe und das Monster erstickt an seinem Leib, weil er ihn im Ganzen runterschluckt und in die Speiseröhre abrutscht und dann whatever. Okay, geil. Drehbuchautor. Jetzt, wir brauchen den Besten. Wir brauchen den Besten. Mary Phantom Hive. Romanze, Drama, oh Gott, die kommen beide in Frage. Mary Phantom Hive ist auf jeden Fall die bessere Wahl, ist aber auch leider Spieler. Oh Gott, faul können wir nicht gebrauchen und Rassisten auch nicht. Wir nehmen Mary Phantom Hive. Sie hat auch wirklich das, sie liebt Romanzen. Es ist ja eigentlich fast schon Drama, ne? Ehrlich gesagt. Wir nehmen, du schreibst es. Hier werden deine Geheimnisse aufbewahrt. Dankeschön. So, Brandung der Wollust wird geschrieben. Kann ich jetzt hier schon... Ne, wir müssen eine Sicherheitsabteilung bauen. Warte, wir machen mal kurz... Oh, Lawine der Zärtlichkeit ist fertig. Vorproduktionsergebnisse von Lawine der Zärtlichkeiten. Kommt einfach überhaupt nicht gut an. Es wird komplett zerrissen. Dieser Film. Das ist leider bislang ein absolutes Desaster. Oh Gott. Ja, wir müssen natürlich trotzdem diesen Film jetzt starten. Der wird jetzt produziert und wenn es ein das ist dann einfach so. Wenn es ein Flop wird, wird es ein Flop. So, wir wollten ein Sicherheits... Okay, geil. Upgrade, Dienstleistungsabteilung. Dankeschön. Wir können ein weiteres Upgrade erwerben. Dann machen wir die ethnische Zusammensetzung. Was haben wir noch? Da wird noch gebaut. Dann wollten wir, zack... Wo ist denn jetzt diese Sicherheitsabteilung? Ist das ein Add-on oder ist das Dienstleistungsabteilung? Sicherheit. Das ist wichtig, damit wir die Geheimnisse bewahren. Wir sofort bauen. Und wir sollten nicht zu gierig sein hier. Das Geld geht uns aus. Ah, sehr gut. Neue Technologien. Mieten Sie Head für Ingenieurwesen. Clayton Ward, Ronnie Thompson und Sidney Alexander. Okay, die sind ja alle nicht besonders begeisterungsfähig, sehe ich hier gerade.
Allerdings begeistert mich Kaffee trinken, Phoenix 54 und der Schrecken. Vielen Dank für den Support. Leute, ihr unterstützt nicht nur mich, sondern auch dieses Studio, dieses Filmstudio. Level 2. Ich glaube, wir nehmen ihn. Kein gutes Personal. So, Sicherheit wird gebaut. Dienstleistungsabteilung und Produzentenbüro können wir noch bauen. Was machen wir hier? Neue Produzenten rekrutieren für mein Studio. Ja, wir bauen das einfach alles mal. Wir brauchen ja früher oder später alles. Ich will mir noch ein bisschen Budget übrig behalten, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade an zwei Flop-Filmen arbeiten. Und das reißt eventuell Löcher in die Kassen. Da müssen wir uns da mal neu umorientieren. Aber wir. Komm, wir geben mal ein bisschen Gummi hier. Oh, was haben wir hier? Sie ist schon wieder. Lydia Globe. Ich spüre, wie sich meine Stimmbänder stärken. Mein Timbre entwickelt sich. Und ich arbeite an meiner Aussprache. Schon bald werde ich ein Star auf der Bühne und der Leinwand sein. Aber professionelles Wachstum dauert seine Zeit. Kannst du mir noch 2 Monate geben, um meine Übungskurse abzuschließen? Wenn ich wieder am Set bin, werden meine Schauspielfähigkeiten dich umhauen. Versprochen. Okay, also so langsam geht es mir wirklich auf die Nerven. Und du kommst jetzt sofort zurück. Kein Bock mehr drauf. Lydia Globe kehrt auf die Kinoleinwand zurück, um ihren alten Ruhm wieder zu erlangen. Zumindest erhofft sie sich das sehnlichst. Ja. Danke. Die hat doch einfach verzögert, weil sie Angst hatte. Sie hat da Angst, dass sie nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen kann. So, Ingenieurwesen und Technologie. Das können wir nicht machen, aber das hier. Technologieerfindung. Erfinde deine eigene Filmtechnologie. Ja, das klingt doch super. Also, Lawine der Zärtlichkeit wird gedreht und Brandung der Wollust ist immer noch im Writer's Room. Aber von Brandung der Wollust erwarte ich mir was. Das muss ein richtig guter Film werden. Drehbuchergebnisse für Brandung der Wollust. Na, ist okay, ist besser als eben. Okay, da gibt es ein paar Erfahrungspunkte. Ja. Die Bewertung des Skripts sind sogar besser als der Autorenwert, weil die Handlungselemente so gut zusammenpassen. Wupp, 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 wupp. Erfolgreiche Kombination der Handlungselemente. Abenteuer, tropische Insel, bam. Romanze, angebetete Gewinn, bam. Romanze, hoffnungsloser Romantiker, bam. Hoffnungsloser Romantiker, angebetete Gewinn. Das haben wir doch schon mal gehabt. Liebesinteresse, angebotete Gewinn. Ja, Hammer, Leute, das ist doch super. Wir haben richtig gut kombiniert, aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus. Und selbstverständlich werden wir dieses vielversprechende Projekt sofort starten und auch mit Priorität versehen. Geil, Brandung der Wollers. Du kannst jederzeit deine Meinung über dieses Projekt ändern und es stornieren. Das Drehbuch wird auf Eis gelegt, bis sich ein günstigerer Zeitpunkt ergibt. Nee. Brandung der Wollers ist super. Wir brauchen nur die besten Leute. Die besten Leute. Wir drehen überall. Wir drehen auf einer Insel, bam. Wir drehen an der Küste, bam. Wir drehen am Meer, bam. Wir drehen im Dschungel, bam. Wir drehen an der Küste, bam. Einheimische Siedlung, bam. Höhle, bam. Wasserfall, bam. Alles rein. Es muss ein richtiger Klassiker werden. Wir haben leider, och Mist, erst noch mit Lawine der Zärtlichkeiten beschäftigt. Das heißt, wir müssen leider den Harry Ray nehmen. Aber was willst du machen? Und wir können eine Tonbühne dazu nehmen. Das heißt, wir können jetzt theoretisch auch Sachen an der Tonbühne drehen. Aber die Frage ist, das wird einfach nur günstiger, ne? Nö. Nee, der Film muss... Nee, das bleibt. Fortfahren, let's go. Dann können wir die aber auch rausnehmen, weil ich benutze ja die für gar nichts. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur günstiger und ist wahrscheinlich von der Qualität halt ein bisschen weniger ansprechend. Nee, das brauchen wir keine Tonbühne. Nehmen wir einfach raus. Und jetzt, let's go. Brandung der Wollust. Und Drehtechnologie. Ja, wir haben leider nur die üblichen Sachen hier. Können wir nichts anderes machen. So, der Produzent ist
Leider können wir nur Roy Spencer nehmen. Aber was willst du machen? Regisseur, ja, Frank Fichtenelch, gut. Frankie, ich erwarte mir Großes. So, jetzt brauchen wir den hoffnungslosen Romantiker und ich bin mir nicht sicher. Ach, Miste. Ach, shit. Okay. Okay, der hat zumindest da mitgespielt, aber er... Oh, er hat schon mal den hoffnungslosen Romantiker gespielt. Ja, sauber, King Knusper. Ja, super. So, und jetzt brauchen wir Love Interest. Guck mal, jetzt haben wir nämlich hier einiges an Auswahl. Vanessa Wayne, Wayne, Lydia Globe, Sarah Skuscorp. Und Lydia Globe ist, das könnte natürlich ihr Comeback werden, ne? So, was hat sie gespielt? Femme Fatale, Kumpan, Liebesinteresse. Ja, sie hat, das hat sie schon zweimal gespielt, aber sie ist halt auch echt eingebildet. Sie ist, glaube ich, gut. Es könnte ihr Comeback werden. Und Sarah Skuscorp, Femme Fatale, ja, Love Interest hat sie auch schon zweimal gespielt. Undiszipliniert. Und auch noch ein Junkie. Nee, sorry. Da habe ich leider für dich heute keine Rolle. Also entweder Vanessa Wayne oder Lydia Globe. Was sagt ihr? Lydia würde vom Alter gut passen, ja. Sie hat halt auch, also sie hat natürlich schon zweimal Love Interest gespielt bei Vanessa Wayne, ne? Das finde ich gut. Bei Lydia weiß man nicht. Ihr sagt Lydia, zweimal Lydia. Wie heißt das Spiel eigentlich? Hollywood Animal heißt das Spiel. Lydia, nächster Film. Lydia muss jetzt zeigen, was sie gelernt hat. Okay, also ich sag nur, sie hat schon zweimal Love Interest gespielt, ne? Aber ihr wollt, ihr kriegt Lydia. Ihr wollt alle Lydia. Alle sagen Lydia, alles klar, ihr kriegt Lydia. Und das Monster. Ja, natürlich, Daniel Dearfoxfee. Der muss das Monster spielen. Das ist einfach eine Sache, die er noch nie gemacht hat. Aber es ist egal, damals Bruce Willis, bevor er Stirb langsam gemacht hat, war der auch nur so ein Rom-Com-Darsteller. Von daher ist das schon okay. Und das wird fantastisch werden. Und ich werde sowas von meinen grünen Stempel drauf patschen. Und jetzt geht's los. Ich erwarte mir ja einen Jahrhundertfilm. Ach du Scheiße, was ist jetzt? Manchmal kommen bei der Produktion eines Films Unfälle vor. Du kannst eingreifen und versuchen, das Problem zu lösen. Andererseits kannst du es aber auch ignorieren, wobei das den Film wohl kaum helfen wird. Ja, nee, helfen. Wir müssen sofort eingreifen. Was ist hier los? Lawine der Zärtlichkeiten. Kai Kofo bringt einen sehr lauten Hund mit zu den Dreharbeiten. Das Tier bellt ununterbrochen, es sei denn, er heult oder winselt. Vom Morgen bis zum Abend. Die meisten der Crew hoffen, dass er stirbt. Drehe weiter. Die Filmcrew. Glück verringert sich um 20. Kai Kofos Glück erhöht sich. Verbietet dem Schauspieler, den Hund zu den Dreharbeiten zu bringen. Filmcrew erhöht sich. Glück. Oh, alter Schwede, okay. Finde jemanden, der mit dem Hund abseits des Sets spazieren geht für 500 Euro. Drehe der Töle den Hals um. Nee, okay, das wäre natürlich eine gangbare Option, aber wir machen jetzt das hier. Für lächerliche 500 Mark lösen wir das Problem. Wir schmeißen Geld auf das Problem. Das funktioniert immer. So, weiter geht's. Zwei vielversprechende Filme. Risiko eines Leaks verringert. Yay, sehr gut, danke. Das wäre noch schöner, wenn das rauskommt. Wir haben ja auch bald ein Sicherheitsbüro. Was ist jetzt? Jasper Bradley. Hast du vom wandernden Malcolm gehört? Nur Gott weiß, wie er wirklich heißt. Aber alle nennen ihn einfach den wandernden Malcolm. Seit geschlagenen 4 Jahren klopft er bei jedem Filmstudio mit seinem Drehbuch unterm Arm an. Er ist ein seltsamer, manchmal sehr laut und sogar gruselig. Was? Er ist ein seltsamer, manchmal sehr laut und sogar etwas gruselig. Manchmal beruhigt er sich, aber wird traurig und raucht an der Straße. Er weigert sich, sein Drehbuch zur Betrachtung einzureichen oder überhaupt eine Synopse mit uns zu teilen. Er ist der Meinung, dass jemand seine brillanten Ideen stehlen könnte. Er verkauft sie nur für $1,000 als Vorauszahlung in bar. Heute Morgen ist er buchstäblich auf mein Auto gesprungen, als ich zur Arbeit kam. Ich konnte sogar einen kurzen Blick auf die Titelseite seines Drehbuchs erhaschen. Verrottetes Schicksale.
Verrottete Schicksale, auch ein sehr guter Titel. Während der Verrückte sich an meinem Scheibenwischer vergriff, ich war kurz davor, die Sicherheit zu rufen. Doch dann dachte ich, scheiß drauf, heute gehen wir vielleicht das Risiko ein. Er wird schon nicht schlechter schreiben können als unsere üblichen Studioparasiten. Ja, aber warte mal. Ist das jetzt... Er verkauft sie nur für $1,000 als Vorauszahlung. Ja, komm, mach ich mal aus. Oh, geil! Wir haben ein richtig gutes Drehbuch bekommen. Guck! Schon wieder hoffnungslos. Oh Gott, wir drehen wirklich nur noch Romcoms. Aber das ist ein richtig gutes Drehbuch. Wir haben einen Jackpot gehittet. Das waren sehr gut angelegte $1,000. Das Problem ist, wir haben gerade keine Schauspieler für dieses Drehbuch. Wenn ich das jetzt auf Eis lege, wäre das, glaube ich, besser. Wir müssen erstmal die anderen Sachen abdrehen. Oder? Also legen wir das auf Eis. Das Produzentenbüro ist fertig. Das gefällt mir gut. Und wir können... Oh, guck mal hier, da sehe ich doch grüne Balken. Pete Penkin, Clayton Harrison und Eddie Cox. Ja, da bezahle ich doch gerne mehr Geld für. Das ist ein guter Typ. Oh, wir haben hier ein Update. Upgrade. 2 Projekte pro Produzent. Oh ja, das ist gut. So, wie sieht's mit unseren Filmen aus? Warte mal. Da wird noch gewerkelt, 9 Tage. So, Lawine der Zärtlichkeiten wird gedreht. Sicherheit ist fertig. Sehr gut, das heißt... Wir können jetzt einen Sicherheitsmann auf unsere Sünde schmeißen. Bei der Sicherheit darf man nicht sparen. Die sind jetzt alle nicht besonders geil. Also ich glaube, bei einem Sicherheitsbeamten ist Treue schon nicht zu unterschätzen. Aber der ist unglücklich und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir nehmen ihn hier. Und zuverlässige Leute. Also hier nehmen wir... Oh, Bodyguard. Oder Betriebszentrale. Was macht denn eine Betriebszentrale? Oh Gott, Entführung, Auftragsmorde. Oh Gott. Ne, ich nehme erstmal lieber den Bodyguard. Ich habe jetzt nicht vor, jemanden umzubringen, ehrlich gesagt. Lawine der Zärtlichkeiten muss noch ein paar Tage drehen. Brandung der Wollust ist abgeschlossen. Nein, Marenteam. Nach 5 Tagen des schweren Alkoholkonsums fiel Marenteam aus dem Fenster seiner Wohnung in der 3. Etage direkt auf die Straße. Scheiße. Glücklicherweise kam er mit nur ein paar Prellungen davon. Wie das denn? Allerdings kroch er vorher noch zur Belustigung aller Passanten auf dem Boden herum. Wie das Glück es wollte, kam ein Reporter der Los Angeles Tribune gerade vorbei, als er heulend nach seiner Mutter schrie. Am nächsten Tag unterhielt sich jeder über Marenteams wildes Verhalten. Der ist aus dem 3. Stock gefallen? Also das ist doch die eigentliche Meldung, dass er es überlebt hat. Ah, warte. Also, Brandung der Wollust ist leider ein sehr problematisches Projekt. Schade. Wir gehen trotzdem natürlich all in. Es ist einfach alles schlecht. Oh Gott, ich glaube, wir werden 2 Flops sehen. Sicherheit haben wir noch nicht. Okay, können wir nicht. Ach du Scheiße. Leute, ich befürchte, das Studio, was wir eröffnet haben, wird schon bald PR-Probleme kriegen. Aber wir spezialisieren uns halt auf fantastische Liebesfilme. So, in lächerlichen 6 Tagen ist Lawine der Zärtlichkeiten auch fertig. Ist einfach unglaublich teuer. Oh, was ist hier los? Fred Carpenter, Bürgermeister von L.A. Ich habe mir gestern Abend mit der Familie deinen neuesten Streifen angeschaut und es war ein wunderbarer Abend. Keine Ahnung, wenn meine Frau und meine Tochter das letzte Mal so viel gelacht haben. Es war, als ob man in den Vergnügungspark geht, aber nur
2 statt 6 Stunden dauerte. Das ist die wichtigste Aufgabe eines jeden Mannes, seine Frau und seine Kinder glücklich zu machen. Findest du nicht auch? Meine Tochter sieht das genauso und sie erinnert mich unentwegt daran. Papa, du hast versprochen, mich glücklich zu machen und ich werde nur glücklich, wenn ich eine Schauspielerin werden kann. Bei Gott, so redet sie, seit sie 8 war. Und jetzt ist sie schon 19. Früher meinte ich nur, dass ich solche Beziehungen nicht habe, aber jetzt als Bürgermeister gibt sie nicht mehr so einfach auf. Wenn ich meine eigene Wendy schon nicht glücklich machen kann, was für ein Bürgermeister wäre ich denn dann? Jedenfalls bitte ich dich, sie in einem deiner Filme darstellen zu lassen. Sag ihr einfach, wo sie stehen und was sie machen soll. Sie wird bestimmt ganz bezaubernd sein. Sorg nur dafür, dass es dezent bleibt. Keine schmutzigen Sachen, ja? Normalerweise habe ich ja nichts dagegen, aber sie ist meine kleine Prinzessin, weißt du? Ich werde ihr eine Rolle geben und den Film innerhalb von 2 Jahren veröffentlichen, aber ich kann nicht garantieren, dass es ein Hit wird. Ich werde ihr eine Rolle neben einem Top-Schauspieler geben und den Film innerhalb eines Jahres veröffentlichen. Ich bin natürlich immer bei einer dreckigen Abmachung dabei. Und dadurch, dass jetzt Qualität nicht unbedingt das hervorstechende Merkmal meiner Filme ist, würde sie vermutlich auch nicht viel runterziehen können, was nicht eh schon am Boden liegt. Deswegen werde ich das natürlich machen und werde ihr einen Job anbieten. Sie hat sich das verdient durch Beharrlichkeit. Das verstehe ich. Wenn irgendetwas in einer Branche immer garantiert wäre, dann bräuchte ich nicht Bürgermeister sein. Ende. Wendy Carpenter, 19 Jahre alt, ultra schlecht. Oh Gott. Was habe ich mir da eingebrockt? Oh. Leute. Lawine der Zärtlichkeiten ist abgedreht. Ein absurd teurer Film. Oh! Ah! Lawine der Zärtlichkeiten. Kann da nochmal was passieren hier? Ja, da hagelt es Erfahrungspunkte. Die Gefühle von Kai Kofi über den Studio sind um 20 gestiegen. Die Zufriedenheit von der Filmcrew ist um 10 gestiegen. Das haben wir super gemanagt. So, bitte starten Sie die Postproduktion. Wir schmeißen einfach noch mehr Geld auf dieses tote Projekt. Als Editor brauchen wir... Ja, wir müssen immer drüber nachdenken, dass wir danach auch noch Brandung der Wollust benötigen. Werden die zeitgleich... warte mal. Jetzt überlege ich gerade. Emma Barry ist natürlich deutlich die bessere, kompetentere Person. Wir geben mal ihr das. Ich hoffe, ja, wir werden sehen. Ist auch noch wieder ein Rassist, aber was willst du machen? Wir müssen hier voll auf Qualität gehen. Sonst wird das nicht nur ein B-Movie, sondern ein F-Movie oder so. Starten Sie die Postproduktion. Oh nein. Haben Sie jemals Arthur Gerstein persönlich getroffen? Nur einige wenige Schauspieler und Regisseure haben jemals seine Stimme zu Ohren bekommen. Selbst die, die für sein Studio arbeiten. Er leitet die Gerstein-Gebrüder über Stellvertreter und Assistenten. Man sagt, er sei wie ein Kaiser, der seine Gemächer nie verlässt. Aber gestern Abend rief er plötzlich und überraschend bei mir an. Mich persönlich. Und er bot mir einen Vertrag zur Unterschrift an. Wie Sie sich vorstellen können, hat er alle möglichen schlimmen Dinge über unser Studio gesagt. Die höflichsten Worte, die er benutzte, waren Müllhalde. Ich will nicht gehen, mir gefällt es hier. Aber für meine Loyalität möchte ich eine kleine Belohnung erhalten. Falls wir uns nicht mehr einigen können, bin ich bereit, für $65.000 für die vorzeitige Beendigung meines Vertrages zu zahlen. Kai Kofu, was ist mit dir denn los? Ah, fuck. Jetzt muss ich mit ihm verhandeln. Was? Warte mal, ganz kurz. Was? Was ein Glück? Die ehemaligen Besitzer des Studios hatten Erpressungsmaterial über diesen Schauspieler. Du kannst Erpressungsmaterial nutzen, wenn jemand nicht mit dir arbeiten möchte oder zu viel fordert. Wenn du Erpressungsmaterial über jemanden anderen haben möchtest, musst du es selbst anschaffen. Oh, das ist natürlich jetzt harter Tobak. Es gab übrigens zu Beginn dieses Spiels eine Warnung, die habe ich jetzt nicht eingeblendet, die kam direkt mit Spielstart, dass das Spiel versucht, die gesellschaftlichen Gepflogenheiten dieser Zeit adäquat abzubilden, weshalb halt auch so Arschlochleute hier drin sind in dem Spiel. Und das haben die ganz bewusst quasi auch drin gelassen, nicht weil sie es cool finden, sondern weil sie halt wirklich ein realistisches Bild dieser Branche zeichnen wollten. Deswegen können wir natürlich... Also das können wir jetzt hier quasi mit reinlegen. Und...
als sozusagen Erpressungsmaterial. Ja, und jetzt haben wir gewonnen. Ja. Was? Was ist schon hier passiert? Was ist mit der Brandung der Wollust? Der Regisseur sagt, dass die billigen Kostüme die Monster lächerlich aussehen lassen. Gleiche das mit guten Schauspielern aus. Kaufe neue Kostüme. Ja, natürlich kaufe ich neue Kostüme. Selbstverständlich. Ich investiere doch alles in dieses fantastische Werk. Die Aktienkurse von Wien Pascal, Pierre Sola Company und zahlreichen anderen Unternehmen waren bei Handelsschluss an der New Yorker Börse bis zu 30% gefallen. Innerhalb eines einzigen Tages veräußerten verängstigte Investoren 13 Millionen Wertpapiere. Finanzexperten zufolge steht der Kollaps der amerikanischen Wirtschaft bevor. Ja, aber ins Kino gehen die Leute immer noch. Wir müssen bald ein neues Projekt beginnen. Mit dieser Ilse da. Obwohl, warte mal, wir haben ja schon einen geilen Film. Wir müssen nur... Nee, das geht jetzt nicht. Wir haben ja noch einen auf Halde. Aber erstmal müssen wir hier... Warte mal, der eine ist doch schon abgedreht. Der ist doch schon in der Postproduktion. Das heißt, wir können doch den anderen Film jetzt wieder nehmen, oder nicht? Warte mal. Weil das Drehbuch war ja geil. Kann ich... Nee, warte. Ich will das... Woher kriege ich das Drehbuch? Drehbücher. Da. Das ist jetzt halt wirklich ein gutes Projekt. Das muss was werden jetzt. Anscheinend stehen in dem Moment nicht genug Leute zur Verfügung. Oh, okay. Schalte das Besetzungsbüro. Ah, okay. In der Vorproduktionsabteilung frei. Okay. Ja, warte, dann gehen wir erstmal nach Hause. Warte ganz kurz. War das hier? Produktionsabteilung. Das ist gerade das Upgrade. Warte. Wo kann ich... Postproduktion, hatte ich gesagt, Produktionsabteilung, Vorproduktion. Ich kann niemand Neues einstellen hier. Ich will neue Leute einstellen. Oh, was ist mit verrottete Schicksale los? Achso, das ist unser Drehbuch, genau. Da will ich jetzt ja jemanden draufsetzen. Nichts Neues. Ey. Alter. Ja, ich möchte gerne neue. Ich muss ich erst jemanden rausschmeißen? Er hat doch gesagt. War das nicht Produktionsabteilung? Ja, aber ich habe ja eigentlich schon alle Gebäude gebaut, die ich kann. Das kann ich nicht, den Rest habe ich gebaut. Das ist das Einzige, was wir noch nicht gebaut hatten. Das finde ich jetzt unnötig. Die sollen erstmal in Vorleistung gehen, bevor ich denen irgendwelche Annehmlichkeiten hier errichte. Hat er nicht gesagt, Produktionsabteilung oder irgendein Gebäude, was ich da noch zusätzlich errichten muss vielleicht? Na, vielleicht geht das auch nicht. In der Demo. Ja, wir müssen erstmal jetzt leider davon Abstand nehmen. Was? Warte mal ganz kurz. Ey, ich dachte, ich hatte das doch... Zurücksetzen und neu beginnen. Ja, gut. Ja. Ich will das noch nicht jetzt. Ich muss warten, bis...
hier was in die Kinos kommt. Lawine der Zärtlichkeit. Ist ja bald soweit. Oh, sehr gut. Wir können jetzt auch noch jemanden darauf setzen. Aber ich glaube, da sind wir jetzt erstmal fein mit. Bald ist es soweit, Leute. Wir haben sehr viel investiert. Es ist soweit. Lawine der Zärtlichkeiten. Teurer Streifen. Oh, okay, immerhin. Oh, ja, okay. Okay, okay. Ja, ja, es hakt, hagelt Erfahrung. Oh, jetzt können wir uns ein schönes Bild aussuchen. Also, Lawine der Zärtlichkeit. Lawine der Zärtlichkeit, Lawine der Zärtlichkeit. Das in der Mitte gefällt mir am besten. Auch wenn das natürlich... Ja, doch, das ist super. Das nehmen wir. Da können sich die Kinogänger aber richtig freuen jetzt. So, jetzt müssen wir einen guten Platz finden dafür. So. Warte. Hier finde ich, läuft ja gerade nicht so viel in diesem Zeitraum. Wir müssen auf, also das mit dem Herz ist ja eine Rom-Com. Und dann würde ich doch vorschlagen, hier, das ist Komödie, hinter dem Visier ist unser Konkurrent. Also dann vielleicht hier so, da haben wir eigentlich nur einen, aber dann laufen wir, hinter dem Visier ist unser Konkurrent. Oh, Valentinstag ist eine sehr gute, oh, das ist eine sehr gute Idee. Das ist ja eine fantastische Idee, aber das dauert ja noch eine ganze Weile dann. Das ist eine sehr gute Idee. Aber das dauert mir zu lange. Ich will da jetzt sofort Ergebnisse sehen. Über Weihnachten geht natürlich auch immer klar, vor Weihnachtszeit. So, warte, was muss ich jetzt noch machen? Okay, was kostet mich das? Ja, wir machen natürlich volle Möhre. So. Und der Film wird natürlich jetzt nicht so sagen wir ehrlich, der Bedarf wird nicht so krass sein. So. Oh, was ist das? Expressdruck. Ja, dann ist es in 3 Wochen fertig zum Weihnachtsgeschäft. Was hatten wir uns da jetzt rausgesucht? Dezember, warte mal, dann können wir ja vielleicht auch... Ja, dann, guck mal, dann gehen wir auf den 6. Wir gehen auf den 26. Dezember, ja. Ja, das ist doch okay. Gucken wir, was passiert. Huch, was ist das? Ach, das ist die Werbung. Und zwar... was ist das denn am ehesten? Das ist schon für Erwachsene, oder? So ein Film, was meint ihr? Ist das für die ganze Familie? Nee. Das ist doch eher für Erwachsene. Früher mit Werbung anfangen? Noch früher?
Das war teuer. Ihr wollt mein Geld hier verpulvern, oder? Skandal! Lawine der Zärtlichkeit. Du kannst die Geschichte ihren... Was? Marentim kroch betrunken mitten auf der Straße herum. Das hatten wir doch schon. Nichts tun. Du kannst die Geschichte ihren Lauf nehmen lassen, aber die Öffentlichkeit wird das möglicherweise nicht gefallen. Du kannst deinem Ruf schaden und dich im Namen des Studios für den Angestellten entschuldigen. Okay, ich entschuldige mich. Lawine der Zärtlichkeiten. Jetzt sind wir gespannt. Was da am Ende bei rumkommt. So, sind die jetzt nicht alle frei? Jetzt ist der doch fertig. Jetzt können wir doch eigentlich... Oder nicht? Können wir nicht jetzt den anderen Film drehen? Warte mal. Also ich check nicht genau, wie ich jetzt noch Sachen, Leute einstelle. Oh Gott. In Detroit verstarben an einem einzigen Abend 105 Menschen an einer Alkoholvergiftung. Zu den Toten gehört auch der bekannte Schauspieler Bobby Keller. In den Medien wird die Geschäftsführung der Boxerfabrik verantwortlich gemacht. Boxleer. Um dem Diebstahl von Lösungsmitteln entgegenzuwirken, mischten sie Gift in den Industriealkohol. Ermittler der Zeitung The Bold nehmen an, dass der vergiftete Alkohol auch seinen Weg in die Untergrundbars von Los Angeles gefunden hat. Regisseur Pete Double äußerte sich gegenüber der Fun Times über den Vorfall. Die Schuld für den Tod meines Freundes und Kollegen gebührt den idiotischen Kongressabgeordneten, die für die Prohibition gestimmt haben. Ich wüsste gerne, wie sie reagieren, wenn ihren Kindern so etwas zustoßen sollte. Das ist ja fürchterlich. So. Ich glaube, wir können jetzt das Projekt hier jetzt starten. Die müssten jetzt eigentlich alle frei sein. So, also. Und wir gehen jetzt hier richtig in die Vollen. Das ist halt ein sehr, sehr vielversprechendes Skript. Da sollten wir nicht sparen. So, Drehtechnologie. Ja, da müssen wir leider mit dem, was wir hier haben, vorlieb nehmen. Wir investieren massiv in diesen Film. Weil das... Nein, die sind ja schon weg. Ah, hier kann ich jemanden einstellen. Da ist es, guck. So, wen haben wir denn hier? Wer ist denn mal richtig gut? Der ist doch gut hier. 4,5. Bill Harrison. Können wir machen, oder? Leroy Holmes ist auch nicht schlecht. Der ist den besten, den wir kriegen können. Okay. Ach du Scheiße, der ist ja... Alter Schwede, ist das teuer. Meine Güte. Wir haben auch nichts anderes. Gott, für einen Film. Kann ich den auch für Jahre anstellen? Boah. Sehe ich das richtig, dass der ultra teuer ist? Ich glaube, ich 37,7000. Puh, fuck. Aber wir brauchen Bill. Wir brauchen Bill. Bill. Billy Bilson. So, wir brauchen einen richtig guten Regisseur. Und da haben wir... Okay. So. Pass auf. Der Protagonist ist... Jetzt haben wir Vanessa Wayne, Sarah Scorp oder Wendy Carpenter. Selbstverständlich werden wir nicht Wendy Carpenter auf dieses Genre setzen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Das heißt, wir haben diese beiden noch. Und da müssten wir sie nehmen. Sie hat auch schon zweimal Love Interest gespielt.
Und sie ist... Nee, sie macht es. Und dann haben wir natürlich hier, das passt doch perfekt, die sind beide gut. Rivale, Kumpan, Cowboy-Ritter. Er hat auch schon eine Romanze gespielt. Kumpan, Sheriff, Cowboy, Bandit. Er spielt. So, und der Rivale. Aha. Nee, ich kann sie doch jetzt nicht auf so einen guten Film setzen. Das tut mir leid. Aber sie ist halt auch einfach eine Vollgrotte. Mann, wen nehme ich denn jetzt? Sie. Ich muss auf Nummer sicher gehen. Dass du da wieder... Ich schmeiß die Kohle raus, ist mir doch egal. Okay, wie sieht's denn hier aus? Bald ist Release-Tag. Lawine der Zärtlichkeiten. Premiere! Marin Team in Lawine der Zärtlichkeiten. Eine Tagline hinzufügen. So zärtlich... Lawine der Zärtlichkeiten. Sie reißt dich unbarmherzlich mit. Sie reißt dich unbarmherzlich. Das ist ein lustiges Wortspiel. Film veröffentlicht. Alright, jetzt geht's los. 10 minus, mir doch egal. 3 Sterne von Jeanette Foley. Ach, der anonyme Autor, der hat eh keine Ahnung. Ein Prestigeprojekt, das mehr Schein als Sein ist, na immerhin. Es ist Betrug, Tickets für sowas zu verkaufen. Anstatt eines Films wird uns eine Reihe von zusammenhanglosen, bewegten Bildern angeboten. Wer wird die Strafe für diese Sache übernehmen? Leider wissen wir, dass niemand es tun wird. Und immer sind es die gleichen, die leiden. Der gewöhnliche Amerikaner, der von Hollywood wie ein Idiot behandelt wird. Ja, das ist natürlich ein Verriss, für den wir nichts können. Ein unverschämt teurer Film. Was willst du machen? Okay, ich gebe zu, wir haben wenig Profit gemacht, aber das interessiert uns nicht, denn jetzt kommt erst die Kohle rein. Lawine der Zärtlichkeiten verkauft nämlich Tickets wie gedruckt. Mittlerer Rechtsschutz. Ah ja, geil. Das gefällt mir, wir haben wieder was geschafft. Hoher Rechtsschutz. Alles klar. Oh, guck mal hier, wir sind Hälfte durch. Ah, wir sind in den grünen Zahlen. Und das Geheimnis ist für immer verbrannt. Und wir haben richtig viel Geld gespart. Aber da ist das nicht fantastisch, wir machen richtig Geld. Ah, was ist hier? Brandung der Wollust ist fertig. Ja. Okay, ist in der... Och, du grüne Neune. Ist... Ah. Ja. Die Rentabilität des Films hat sich verbessert, aber die Zufriedenheit der Schauspieler und der Crew... Ja, das ist mir doch egal. Die sollen froh sein, dass sie noch einen Job haben. Brandung der Wollust. Editor. Emma Berry. Komponist. Wir haben natürlich jetzt noch einen anderen Film in der Mache. Der super werden muss. Aber das Brandung der Wollust ist auch ein Prestigeprojekt. Der ist natürlich ein Arschmensch, aber ist jetzt, wir müssen jetzt Ergebnisse abliefern. So, das Beste vom Besten. Let's go. Postproduktion startet. Okay, verrottete Schicksale. Ja, das ist ja noch human. Oh no. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott.
Das sind keine guten Aussichten. Verrottete Schicksale. Bodyguards gibt's noch nicht. Alles klar. Wir wollen richtig Geld reinschmeißen. So. Lawine der Zärtlichkeiten hat 239.000 Profit gemacht. Das ist der absolute Wahnsinn. Unsere erste Eigenproduktion, Lawine der Zärtlichkeiten. Und wir werden natürlich an dieser Stelle den Vertrieb beenden. Nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach, weil wir dieses Prachtstück der cineastischen Unterhaltung nur jenen Menschen zugänglich machen wollen, die auch bereit waren, innerhalb der ersten 4 Wochen ins Kino zu gehen. All jene, die zu lange gezögert haben, werden sich für den Rest ihres Lebens ärgern müssen. Vertrieb beenden. Lawine der Zärtlichkeiten ist ein absolutes Erfolgskind und wird für immer im Archiv strahlen im Licht des Erfolgs. Aber in Kürze wird schon der nächste Streifen, Brandung der Wollust, kinoreif sein und auch Verrottete Schicksale nimmt immer mehr Form an. Was? Warte, war irgendwas passiert? Oh nein, ein Unfall. Kai Kofo hatte einen Unfall. Er ist mit leichten Verletzungen davongekommen, also wird aber eine Weile nicht arbeiten können. Wir haben über die Hälfte der Szene mit Kai Kofo gedreht. Wir können nicht einfach ersetzen. Nein! Nein! Wir müssen leider die eine Option nehmen, die uns bleibt. Das kostet richtig Geld. Brandung der Wollust, unser einziges Pferd, was gerade noch laufbereit ist. Und die Wertungen lassen nichts Gutes vermuten. Requisiten und Dekoration. Ja, das ist geil, das ist super. Das heißt, können wir alles benutzen. Guck mal, wir werden ja auch immer besser. Es wäre auch Quatsch, wenn wir von Anfang an so mega geil wären. Oh, guck mal, sowas, ein Besetzungsbüro. Ja, das brauchen wir. Das brauchen wir. Da gebe ich auch Geld für aus, dass das schneller geht. Da können wir, glaube ich, neue Leute, oder? Können wir uns neue Leute holen? Oh! Brandung der Wollust. Ja, noch leicht verbessert. Das ist gut. Das ist ein super Film. Oh, 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 geil. Oh, das hier, das letzte ist es. Piraten kommen nicht drin vor. Das beschreibt es am besten. Mit Nicolas Cage hier. Den Betrieb sofort vorbereiten. Mikos XX und Steinbrecher, vielen lieben Dank für den Support. Okay, wo packen wir mal diesen wundervollen Film hin? Wir sehen hier lauter Romcoms, die Kinoseele mit Romantik zuballern. Natürlich blöd. Wir haben Februar. Ja, das werden wir, glaube ich, nicht. Den Termin werden wir nicht halten können. Ja, das ist echt doof. Also hier ist wirklich überall Romcoms. Knusprige Kruste. Aber ich kann auch nicht so lange warten jetzt. Wir können ja nicht so lange zurückhalten. Die Fans wollen den haben. Wie wäre es denn, wenn wir den... Ja, hier, drück einfach auf den Knopf, läuft dann aus. Komm, wir packen den da rein. Und ja, also das ist einfach ein fantastischer Film. 3. März. Ach du Scheiße. Ja, okay, guck mal, dann machen wir 100 pro Kubik. Okay, pass auf, dann müssen wir raus aus unserem Wunschzeitraum und gehen dann noch ein Stück zurück. Kann ich den noch weiter? Hallo? Das ist doch Quatsch, jetzt hier direkt nach der glücklichste Tag des Jahres. Da müssen wir... Ey, ich will den noch ein bisschen verschieben. Geht nicht mehr, oder was? Hallo? Was ist das denn? Veterans Day, oder was? Hallo? Darf ich gerade nicht mehr machen, aus irgendeinem Grund.
So, sie laufen natürlich in allen unseren Kinos. Und dann machen wir da so ein bisschen. Nee, das wäre viel zu optimistisch. Es ist zugegebenermaßen nicht der Film, bei dem wir uns besonders viel erwarten. Man kann sich den Expressdruck auch leisten, aber das wird dann sofort deutlich teurer. Deswegen bleibt es jetzt dabei. Und wir machen natürlich richtig, wir rollen hier richtig die Werbung aus. Huch. Das ist der letzte Film, für dessen Werbung die Agentur eingestellt wurde. Danach wirst du die Werbung selbst planen und für sie zahlen. Baue eine Marketing-Außendienstabteilung, um deine eigenen Werbekampagnen zu starten. Oh no. Oh, fuck. Hilfe. Ah, jetzt. Sehr gut. Das ist ja auch wieder eine Rom-Com, also ist die natürlich für Erwachsene. Ich will aber den Zeitraum noch ein bisschen erhöhen. Let's go. Brandung der Wollust. Yay! Sehr gut. Wir haben ein neues Upgrade. Dann nehmen wir doch als nächstes. Oh, ja. Mehr Erfahrungspunkte ist immer super. Okay, also. Brandung der Wollust ist bald soweit. Verrottete Schicksale wird noch produziert. Und das ist verdammt teuer. Carsten Kapsch, Direktor der Finanzabteilung. Dienst. Oh, der will ein erhöhtes Gehalt haben. Und zwar, boah, ey. Du Schwein. Du nimmst mich aus wie so eine Bratgans. Unglaublich. So, mal gucken, wie sich Brandung der Wollust schlägt. Ich kann immer nur ein Upgrade pro Gebäude erforschen, ja. So, gleich, bald ist es soweit. Brandung der Wollust. Was ist das denn? Kürzlich erfuhr ich, dass sich unsere Filme langsam dem europäischen Modell annähern. Noch vor einigen Jahren hatte ich über diesen Gedanken gelacht, doch heutzutage möge sogar ich meinen, dass es stimmt. Die Darstellung der Charaktere, die Feinheiten der Konflikte, die Liebe zum Detail, sogar ein anspruchsvoller Szenärist, wie ich erkenne, dass es Fortschritte gibt und ich habe keinerlei Zweifel, dass du deine Hände mit im Spiel hast. Darum ist es so seltsam, dass sich Polizisten in Filmen auch heute noch ständig wie Vollidioten aufführen. Wie lange wird dieses alte Klischee noch so weitergehen? Im richtigen Leben ist die Polizei ein enges Team voller Freunde aus starken Männern und Frauen. Wenn jemand in Not ist, sind wir immer zur Stelle und beschützen Menschen mit unserem kräftigen Körperbau und breiten Schultern. Eine wahre Kameradschaft. Wir sind wie die Musketiere der Moderne. Vielleicht wird es Zeit, dass jemand einen Film über die Polizei dreht, wie sie ihr Leben für die Bevölkerung riskiert. Zeig allen, wer wir wirklich sind. Ich weiß, wie ich meine Dankbarkeit zeigen kann. Wenn man einen Freund in der Polizei hat, kann das in jeglicher Hinsicht eine große Hilfe sein. Ah, okay. Ja, machen wir. Polizeifilm. Helden in Uniform. Hammer. Das wird ein super Film sein. Wir müssen hier ehrlich gesagt natürlich auch mit Wendy noch ein bisschen was drehen. Aber jetzt ist erstmal der Zeit. Brandung der Wollust. Brandung das der Wollust. Brandung der Wollust. Wenn Liebe zerschellt. Brandung der Wollust, wenn Liebe zerschellt. Ich bin gespannt. Na gut. Die Kritiken sind überschaubar, aber es interessieren mich die Kritiker. Was mich interessiert, sind Erfahrungspunkte und dass es einfach ein fantastischer Film ist, der lächerlich nicht mal eine halbe Million Dollar gekostet hat. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Und ich würde ziemlich viel Geld darauf verwetten, dass das an der Kinokasse angenommen wird, belohnt wird und innerhalb kürzester Zeit im grünen Bereich. Guck hier, wir sind im grünen Bereich. Es ist unfassbar, was wir hier abgeliefert haben. Wir machen richtig viel Geld. Oh, das Besetzungsbüro. Das ist großartig. So, was ist das? Erf? Ah, okay. Ja, ich bin immer voll der Erfahrungsfan. Ich muss aber auch Drehorte mit normaler. Oh Gott, oh, das ist auch nicht schlecht.
Aber Erfahrung ist besser. Immer Erfahrung ist immer das Erste. So, Brandung der Wollust nähert sich jetzt schon einer unfassbaren Gewinnzone. Und auch hier gilt das Gleiche wie beim vorherigen Film. Wer die Chance nicht nutzt, der wird sie niemals mehr erhalten. Wir gehen mit einem sehr guten Ergebnis da raus und archivieren diesen Don't Tell Me What to Drink. In Syracuse, einer Kleinstadt im Bundesstaat New York, wurde eine Parade gegen die Prohibition organisiert. Ach so. Sherman Woods. Es wird protestiert gegen, ja, okay, die Prohibition. Wir machen an der Stelle mal eine Pause. Leute, wir haben uns, finde ich, ganz gut geschlagen in Hollywood Animal. Wenn ihr euch auch gut schlagen wollt in Hollywood Animal, dann packt dieses Spiel auf die Wishlist, denn es wird vermutlich noch in diesem Jahr erscheinen. Und wie ihr seht, ist das ein großer Spaß. Eine schöne Mischung aus so The Movies und Crusader Kings mit diesen Random Events, bei denen man sich dann entscheiden muss, wie es weitergehen soll. Ich glaube, im Laufe des Spiels, wenn man diese Upgrades hat und die Erfahrung der Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseure und Produzenten sich erhöht, wird man halt richtig geile Streifen machen. Ich finde natürlich besonders cool, dass man sich eigene Filme erstellen kann, benennen kann und so weiter. Das hat wirklich eine Motivation. Und es wird im Laufe der Zeit auch, glaube ich, ein bisschen dynamisch, also ein bisschen schneller werden, was die Veröffentlichungszeiträume der Filme angeht, weil wir unsere Produktionskapazitäten erhöhen, wenn wir mehr Leute einstellen und bessere Qualitäten abliefern. Und dann wird man auch Schlag auf Schlag immer mehr coole Filme rausbringen können. Deswegen hat das, finde ich, jetzt auch durchaus so Weiterspielwert auf jeden Fall. Für den Moment soll es das für heute gewesen sein. Klickt mal bitte auf den Link hier im Chat, Ausrufezeichen Hollywood, da könnt ihr direkt zum Spiel kommen und es wishlisten auf Steam oder ihr geht ganz bequem auf Twitch, auf die Grafik könnt ihr auch draufklicken und das Ganze wishlisten. Das war eine Kooperation mit den Whippy Studios und ich wünsche ganz viel Erfolg beim Release und vielen Dank für diese Kooperation. Ja, hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und alle weiteren Filme, unter anderem der mit der Tochter des Bürgermeisters, die werden wir dann beim nächsten Mal fertig drehen müssen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.